بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Ich bitte inshallah um Entschuldigung für die Verspätung. Und ich warte inshallah kurz, dass der Bruder Abu Dujana reinkommt, sodass wir inshallah ta'ala direkt beginnen können mit dem Vortrag. Und sage zu euch vorab schon mal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich warte inshallah kurz, dass der Bruder Abu Dujana reinkommt, damit wir inshallah direkt mit dem Vortrag anfangen können. Bidnillah azza wa jal. Und er war gerade davor bei dem anderen Unterricht da und ich habe ihn auch jetzt über WhatsApp geschrieben, dass ich jetzt reingehe. Ich hoffe inshallah, dass er das sieht. Alhamdulillah, mir geht's gut. Barakallahu fikum. Ich hoffe inshallah, euch allen auch. Okay. Deine Frage ist eine der unwichtigsten Fragen. Ja? Was bin ich für ein Landsmann? Ich bin eigentlich Algerier. Ja, in Deutschland geboren, aber. Mein Vater wäre streng gewesen bei dieser Frage. Rahmatullahi alayhi wa ala jami'i muslimin wa ala jami'i amwat al-muslimin. Okay, inshallah. Ich hoffe, dass der Bruder jetzt reinkommt, inshallah. Dann fangen wir inshallah ta'ala direkt an. Wenn er jetzt nicht reinkommt, in der nächsten Minute, inshallah ta'ala, dann fange ich schon mal selber an. Okay, der Bruder ist noch nicht reingekommen, da hat jemand eine Frage gestellt. Wir haben in Berlin viele Razzien gehabt, können uns kaum treffen unter Muslimen. Was soll man tun? Man ist so schwach ohne Brüder, Schwestern im Dien. Also ehrlich gesagt, Mashallah aus Miljazair, Allah hafdak, khoya, Allah hafdak. Ganz ehrlich, ich rate euch, trotzdem treffen. Ja, trotzdem treffen. Und das wird jetzt daran nichts ändern. Die Razzien sind passiert, das sind Sachen, die passieren halt in der Zeit, in der man lebt und die Muslime so schwach sind und wir in den Ländern der Nicht-Muslime leben. Ja? Deswegen solche Sachen passieren. Aber gut, das macht das ja nicht rückgängig, aber da braucht man keine Angst zu haben. Ja? Nur weil eine Razzia passiert ist, heißt es nicht, dass wenn man sich jetzt trifft mit anderen Muslimen, dass man wieder Razzien bekommen wird. Ja? Einfach weitermachen. Man trifft sich ja nicht, um irgendwie schlechte Sachen zu machen oder gefährliche Sachen zu machen in dem Sinne oder verbotene Sachen zu machen. Deswegen ist es ja nicht verboten, sich zu treffen mit anderen Muslimen. Ich würde mich trotzdem treffen. Razzien hin, Razzien her, ist doch egal. Ja, wie gesagt, ihr habt ja nicht vor, irgendwas Verbotenes zu machen. Aber sich zu treffen, egal, in der Moschee, zu Hause bei jemandem, Vorträge zu machen, zusammen essen, zusammen den Iman stärken, was lesen, was lernen. Da spricht nichts dagegen, auch nicht im Grundgesetz oder in den Gesetzen oder was auch immer. Und das, was ich als allerletztes machen würde, dass ich mich einschüchtern lassen würde, ja, in meinem Leben, in meiner Religion, dass mir meine Rechte genommen werden, dass ich mich nicht mit anderen Muslimen treffen kann. Ja. Und ich denke, das wäre das Schlechteste, was man dann macht, dass die Reaktion darauf ist, dass man sich zurückzieht und niemanden mehr treffen will. Ja, und dann alleine lebt und seinen Iman verliert, ja, oder riskiert.
Hast du Kontakt zu den Leuten von DMGBS? Ich weiß gar nicht, was DMGBS ist, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid. Doch, es herrschte ein Vereinsverbot. Ja, Vereinsverbot, dass die Moschee oder was auch immer da gestürmt wurde. Ja, dieser Verein wurde verboten. Aber das heißt ja nicht, dass man sich als Muslim nicht treffen darf. Ja. Ja, dann dürft ihr dort in der Moschee keine Vorträge machen. Trefft euch zu Hause, trefft euch in einer anderen Moschee. Ja? Ihr müsst ja nicht jetzt unter dem Deckmantel dieser Moschee oder dieses Vereins euch treffen. Trefft euch als Freunde einfach. Ja? Und ich denke nicht, dass das verboten ist. Kann ja auch gar nicht verboten sein. Also es ist verboten, wenn ein Verein verboten wird, dann ist der Verein verboten und dass man einen neuen Verein gründet oder die Leute einen neuen Verein gründen mit einem anderen Namen etc. Ja? Wie gesagt, und man muss immer versuchen, seinen Iman auf Trab zu halten und seinen Iman zu stärken, egal was passiert. Ja, egal was passiert. Und so wie es die Lage zulässt, wenn es nicht anders geht, dann macht man das einfach zum Beispiel, indem man ja, Live-Vorträge, ja, trefft euch live, trefft euch in der Moschee, im Café, im Restaurant, zu Hause, zu dritt, zu fünft und liest Bücher, Wissen stärken, etc., etc. Man hat immer viele Möglichkeiten, seinen Iman zu stärken. Selber Vorträge hören, fasten, beten, Dhikr machen, Da'wah machen, ja. Man hat trotzdem viele Möglichkeiten, seinen Iman zu stärken. Wallahu ta'ala, ala wa alam. Okay, du hast gerade gesagt, da irgendwas in Braunschweig. Ganz ehrlich, Bruder, wenn ich eingeladen werde, momentan, ich bin ja nicht in Deutschland, aber wenn ich in Deutschland bin und werde irgendwo zu einem Vortrag eingeladen, wenn es normale Moscheen sind, normale Brüder sind, dann gehe ich inshallah egal wohin. Ja? Außer wenn ich weiß, es wäre eine Sekte, dann würde ich natürlich dankend ablehnen, außer ich würde davon ausgehen, dass es einen großen Nutzen hat, dass ich dort spreche und zur Wahrheit rufe. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ich würde überall hingehen. Okay, ich sehe, alhamdulillah, gerade der Bruder Abu Dujana ist reingekommen. Einen Augenblick. Okay, das ist nicht dort. Wie machen wir das nochmal? Genau, Anfrage gesendet. Oh. Dann können wir jetzt mal vielleicht meinen. Die Kinderunterrichte, die können teilnehmen, egal ab wann. Also ab 4, die kleinen Kinder, also wir haben 4- und 5-Jährige, einige 5-Jährige dabei. Also ab 4, 5 Jahre können alle Kinder mitmachen. Wenn die verstehen, sobald die verstehen, ist das inshallah frei, so ungefähr bis 10, 11 Jahren. Und wenn die älter sind, 11, 12, aufwärts dann mit den Jugendlichen inshallah. Ich sehe gerade meinen Bruder Abu Dujana, meinen Freund. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. حياكم الله الحمد لله بخير جزاكم الله خيرا كيف حالك انت بخير الله يبارك فيك شكرا لك احسن الله يبارك الله يبارك فيك الحمد لله طيب فسايس ان شاء الله في دي فشبيتهم نعم كان بقول alles gut الله يبارك فيك اوكي ان شاء الله ابو دجانا ist zugestoßen du hast jetzt nur Instagram oder nur Instagram ja طيب ان شاء الله dann entschuldige ich mich für die Geschwister auf Facebook die können inshallah mithören aber sehen können die leider nur mich. Aber ich hoffe, dass Sie inshallah den Bruder auch gut hören können. Ansonsten, wenn Sie einen Instagram-Account haben, dann können Sie bei Instagram reinkommen, dann können Sie uns quasi inshallah beiden zuhören oder sehen, inshallah, mit besserer Qualität. Tayyib inshallah. Also, wir haben uns heute getroffen, liebe Geschwister, und wir wollten gerne inshallah ta'ala über Palästin sprechen, über Gaza sprechen, über die Lage in Palästin sprechen und vielleicht ein paar Eckpunkte ansprechen zu diesem Thema im Allgemeinen. Wir wollen zu diesem Thema, über dieses Thema sprechen und ein paar Sachen besprechen, die wichtig sind. Ja? Die wichtig sind für jeden Muslim von uns. Und das angesichts der Lage überhaupt im Allgemeinen, angesichts der Lage jetzt und vielleicht auch über den Stellenwert. Ja, den Stellenwert von Al-Quds, weil Al-Quds ist eine Moschee quasi, es ist Grundstück Erde der Muslime und es ist eine der Moscheen,
Allah subhanahu wa ta'ala auf diese Erde, aber wir haben ja tausende oder Millionen Moscheen auf der Erde. Und den Stellenwert im Islam von Al-Quds und den Stellenwert in den Herzen der Muslime und das Wissen, was das bedeutet, wenn Al-Quds ja, weggenommen wurde und die Verpflichtung der Muslime gegenüber der Geschwister in Palästin und was man überhaupt machen kann für die Muslime in Palästin oder allgemein für die Situation, ja, und für allgemein für diese Angelegenheit von Al-Quds und dieser heiligen Moschee, dieser heiligen Erde von Scham und mit speziell noch über Al-Quds, wie es in unserem Herzen sein sollte und was unser Beitrag ist. Was können wir tun? Was dürfen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Ja, dass wir inshallah ein bisschen inshallah über dieses Thema sprechen. Und ich fange inshallah damit an, dass ich inshallah dem Bruder das Wort gebe, das erste Wort gebe, dass er uns inshallah vielleicht da anfängt, und ich gebe das Wort weiter und komme inshallah gleich wieder dazu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa al-Aqibatu lil-Muttaqeen. Wa la-Udwana illa al-Zalimeen. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى اثرهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ما يليم جشفستا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا لاستيما Palästin. Es geht jetzt hauptsächlich um Palästin, weil wir leider eine Umma sind, die, yani, wie soll ich sagen, das ist bei uns immer so saisonbedingt oder zustandbedingt, obwohl diese Angelegenheit nicht eine Angelegenheit von gestern ist und auch nicht eine Angelegenheit von heute, sondern eine Angelegenheit, die schon seit Jahren existiert. Und unsere Wunden beziehungsweise unsere Sorge über unsere Geschwister ist nicht nur in Palästin, sondern ist in verschiedenen Orten auf der Welt, verschiedenen Flecken auf dieser Erde. So kann man eigentlich, wenn man beobachtet und hinschaut und guckt, egal wo auf der Erde, wo Blut vergossen wird oder beziehungsweise Menschen leiden, hungern und ihnen Unrecht angetan wird, so wirst du sehen, dass das in den meisten Fällen Muslime sind. Sei es Muslime in Afrika, sei es Somal, sei es Afghanistan, sei es Irak, sei es Shishan, Philippinen. Das sind so viele Länder. Scham, Syrien, Burma, vor Jahren, Bosnien, Kosovo. Yani überall wurden Muslime abgeschlachtet, Muslime Unrecht getan. Und leider ist unser Problem, dass wir sehr, sehr schnell vergessen. Diese Umma vergisst sehr, sehr schnell. Und wenn wir jetzt über das Thema im Allgemeinen sprechen, meine lieben Geschwister, möchte ich, inshallah ta'ala, ganz kurz nur zwei Punkte erwähnen. Und inshallah, vielleicht im Laufe des Gesprächs wird sich noch einiges, inshallah ta'ala, ergeben, worüber wir dann, inshallah ta'ala, sprechen werden können, inshallah. Eine sehr, sehr wichtige Sache, liebe Geschwister, die, wir sind ja jetzt ein bisschen, der Bruder und ich, der Bruder ist ein bisschen älter als ich bin jünger als er. Al-Muhim, wir sind ja ein bisschen älter und wir haben ja einiges erlebt und gesehen. Yani alleine zum Beispiel diese Lage der Muslime, wir haben zum Beispiel, wir sind damit groß geworden mit zum Beispiel Kriegen in Afghanistan und dann den Irakkrieg, Palästin, Bosnien, Shishan, Somalia, Kosovo und immer wieder Palästin.
Und jetzt noch Scham dazu gekommen. Jemen, Burma. Immerhin, wir haben so vieles gesehen, yani, und so vieles erlebt. Es ist immer dasselbe, meine lieben Geschwister. Unser Problem ist, dass yani, zum Beispiel in den letzten 20 Jahren, man versucht uns immer zu spalten und zu trennen, weil wir so einfacher zu fressen sind für unseren Feind. Statt dass wir Muslime zusammenhalten und uns gegenseitig helfen und unterstützen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns will, und so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns befohlen hat, und so wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns auch im Koran befohlen hat, hast du immer wieder Leute in unseren Reihen, aus unseren Reihen, auch Leute, die sich dem Wissen zuschreiben, ja, und dem Islam zuschreiben, die aber durch ihre Handlungen den Islam schwächen und die Muslime schaden und schwächen. So gebe ich nur ein Beispiel, zum Beispiel die Sache mit Palästina. Zum Beispiel, als es die Ungerechtigkeit in verschiedenen anderen Ländern gab, wie zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak oder im Schechen, so haben sich sehr, sehr viele, beziehungsweise die meisten, und wir reden jetzt über diejenigen, die sich in den Vordergrund stellen, wie yani Schujuch oder zum Beispiel Leute, die Verantwortung tragen, wie soll ich sagen, Parteien, Gruppen oder wie Allah, wie sie auch immer alle heißen, die sich im Vordergrund stellen. So gab es sehr, sehr viele, die zum Beispiel die Ungerechtigkeit in Afghanistan gemieden haben oder im Irak gemieden haben und nicht darüber gesprochen haben. Es gab natürlich einige, die, Alhamdulillah, weil die Ummah, die Wahrhaftigen bleiben immer, diejenigen, die die Wahrheit sprechen, bleiben immer. Sind zwar weniger, aber die bleiben immer. Aber ich rede jetzt über die, die zum Beispiel yani, dieses Spiel bzw. diese Taktik gewollt oder ungewollt mitgespielt haben und mitgemacht haben, so dass man zum Beispiel dann diese aussortieren, dass man das mitgemacht hat, dass man gesagt hat, okay, Afghanistan, Irak, das ist Terror und dies und das, so wie die es ja natürlich verkaufen, unsere Feinde. Obwohl, das ist überall das Gleiche, meine lieben Geschwister. Das ist überall das Gleiche. Diesen Menschen wird Unrecht getan. Und diese Menschen verteidigen sich. Ja, das muss klargestellt werden. Aber die meisten haben über Palästina gesprochen. Die meisten haben, der letzte Feigling hat über Palästina gesprochen. Und sogar Worte wie Dschihad in den Mund genommen. Das Wort, was sich jetzt zum Beispiel momentan keiner mehr traut, in den Mund zu nehmen. Beziehungsweise die wenigsten. Al-Muhim, Palästina wurde immer, wie ich schon sagte, der letzte Feigling hat sich damit geschmückt und hat den Löwen gespielt, ja, mit Palästina. Aber guckt mal, wie das Step by Step weitergeht und weiterläuft. So sind wir jetzt, 2021. Und jetzt haben wir eine neue Kategorie von Verrätern, von Heuchlern, von klar, weil Allah subhanahu wa ta'ala stellt bloß, von klaren Heuchlern. Die, was machen die? Die schreiben sich auch den Islam zu, auch das Wissen zu, haben auch ein Bart und reden im Namen von Allah und des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die sagen, dass wer schuld ist, die Unterdrückten sind die Schuldigen. Yani verkaufen den Muslimen in Sendungen, da gibt es zum Beispiel einen, der ist sehr, sehr bekannt, weil der bellt sehr, sehr laut, der wird ja auch sehr viel unterstützt. Der ist in den Emiraten. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit Yusuf heißt er. Dieser Typ, der kommt raus und seine einzige Aufgabe bei dieser ganzen Sache ist, dass er sagt, ja, diese Leute sind schuld. Und wiederholt das, was wir natürlich hier in der Presse lesen. Wie zum Beispiel, dass die Unterdrückten Menschen als Schutzschilder nehmen und so weiter und so fort. So, das ist jetzt die Kategorie, die wir jetzt erreicht haben. Die hohe Stufe, die klare Stufe des Nifaqs. Vorher war der Nifaq so vertuscht.
Und das ist das, was ich meine mit Verrat. Mit Verrat. Es gibt Stufen des Verrats. Den Verrat, in den wir alle irgendwo gefallen sind, ob wir wollen oder nicht wollen, ist, dass die meisten von uns unseren Geschwistern nicht geholfen haben. Von Anfang an. Obwohl die Hilfeleistung eine Pflicht ist und keine freiwillige Tat. Eine Pflicht und keine freiwillige Tat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Dieses Wort, yani dieser Satz, dieser Vers, und wenn sie euch, und wenn sie euch um Hilfe bitten, um Hilfe rufen, fa, das ist auch ein arabisches yani Satzaufbau, fa kommt, yani das heißt, bedeutet sofort und nicht thumma, au ala, au wa, sondern fa. Sofort habt ihr zu helfen. Fa'alaykum al-Nasr. Ihr habt nicht zu fragen oder zu gucken, sondern ihr müsst helfen. Und die Hilfeleistung ist ja bekannt in unserer Religion. Der Nabi sallallahu alaihi wa sallam erklärt die Hilfeleistung: Unsur achaka zaliman aw mazluma. Hilfe deinem Bruder, ist er im Recht oder im Unrecht? Wird ihm Unrecht getan, musst du helfen, dieses Unrecht von ihm wegzubringen, wegzutun. Tut dein Bruder Unrecht, musst du Hilfe leisten, dass du ihn von diesem Unrecht tun wegbringst. Und da gibt es zum Beispiel auch sehr große Schlauberger, die sehr große, das hören wir schon seit 30, 40, 50 Jahren. Also ich höre das mindestens seit 30 Jahren. Dass vor allem in solchen Situationen kommen, und das sind dann diese Schlauberger, die dann kommen und sagen, ich habe einen Scheich gefragt, ja, was hat der Scheich geantwortet? Der Scheich hat geantwortet, ja, das Problem ist, weil wir kein Wissen haben. Ihr müsst Wissen euch aneignen, ihr müsst lernen. Alles schön und gut. Kalimatu haqqin urida biha batil. Ja, ein Wort, was Wahrheit beinhaltet, aber falsch eingesetzt wird. Ich gebe ein Beispiel. Jemand, sein Haus brennt. Oder der hat irgendeinen Mist gemacht. Irgendeine schlimme Sache. Sein Haus brennt oder er schneidet seine Hand oder er sticht jemand ab oder Allah, irgendeine große schlimme Sache. Und du stehst dann da, du guckst zu. Was ist das richtige Handeln? Ist dann das richtige Handeln, dass du sagst, hey, du musst dir Wissen aneignen, dass du das Feuer nicht so zünden darfst oder musst du das Feuer löschen? Der Wajib in dem Moment ist Hilfeleistung, nicht nach Wissen zu streben. Weil das ist eine ganz normale Sache. Hättest du wirklich Wissen, dann würdest du dementsprechend handeln. Und das ist das, was viele, womit viele auch die Shabab und diese Umma manipulieren. Das sind Feiglinge, die ihr nichts tun, einfach entschuldigen wollen mit solchen Sachen. Und meistens ist das so, dass sie weder lernen, noch etwas tun. Und deswegen, meine lieben Geschwister, diese Sache ist, ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, nicht viel jetzt islamisch über diese Angelegenheit sprechen, vor allem die Angelegenheit von Palästin. Weil ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass sehr, sehr viele, zum Beispiel bekannte Leute hier im deutschsprachigen Raum auf der Welt, wir reden jetzt über deutschsprachigen Raum, Leute, die berühmt sind, Promis, Persönlichkeiten, die machen Statements, so alles daher. So, ich möchte ganz klarstellen, ich bin kein Antisemit, ich bin nicht anti-Israel. Ob du sagst oder nicht, das macht gar keinen. Das ist wohl. Das, was dort passiert, du kannst auch das oder diejenigen, musst du nicht Juden nennen, musst du auch nicht Israel nennen. Du kannst die, weiß ich nicht, Iren nennen. Oder Jugoslawen. Oder Marokkaner, ist doch egal, wie du dir nennst. Es geht doch um die Tat. Die Tatsache ist, dass dieses Land besetzt wurde. Das ist ja die Geschichte. Das ist auch, zum Beispiel das, was ich jetzt sage, kann man ja nachlesen in der Geschichte.
sogar bei der UN. Das wird doch so festgehalten, dass dieses Land von dieser Art von Menschen, ja, besetzt wurde. Und diese Art von Menschen tut diesen anderen Art von Menschen Unrecht. Es geht um die Ungerechtigkeit. Diese Menschen werden seit über 70 Jahren aus ihren Dörfern, aus ihren Häusern, aus weggetrieben. Sie werden systematisch getötet, Kinder werden ermordet. Alles. Diese Menschen haben kein Recht dazu leben. Unrecht wird diesen Menschen angetan. Obwohl wir der festen Überzeugung sind, dass das, was da getan wird, natürlich einen religiösen Hintergrund hat. Definitiv. Aber lassen wir, tun wir jetzt so und reden wir einfach nur sachlich. Tun wir Religion beiseite. Islam und Judentum, Christentum, alles was halt. Ist es Unrecht oder ist es kein Unrecht? Ungerechtigkeit. Aber das Schlimme ist, dass sogar wir Muslime, die normalerweise zueinander halten müssen, dass wir diesen Lügen mittlerweile glauben und sogar nachplappern. Ja? Diese Menschen verteidigen, du kommst zu mir nach Hause, willst mich töten, willst mein Zuhause, ich verteidige mich. Aber ich werde dann hingestellt, dass ich derjenige bin, ja, der mit Steinen zurück wird, dass ich der Täter bin. Und deswegen greifst du mich an, weil ich mit Steinen geworfen habe. Und deswegen, meine lieben Geschwister, warum soll man sich schämen, ganz klar und deutlich und öffentlich zu sagen, das ist Ungerechtigkeit? Warum soll man sich dafür entschuldigen, die Wahrheit zu sagen? Dass diese Menschen und diese Politik keine Wahrheit akzeptiert, das sehen wir an deren Handlungen. So habe ich zum Beispiel gestern noch gesehen in der Bild-Zeitung, dass weil Flüchtlinge an Demos teilnehmen, sollen die abgeschoben werden. Daran sieht man das, was wir seit Jahren sagen. Und das ist ja, deswegen werden wir auch bekämpft und werden wir auch so in die Inge getrieben, weil wir das sagen, was einfach sachlich ist. Das hat nichts mit Hass predigen zu tun oder mit Aufhetzen. Das ist einfach Tatsache. Das ist das, was wir seit Jahren erleben und sehen, tagtäglich, klar und deutlich. Wo ist da die Meinungsfreiheit? Wo ist da die Freiheit? Ich darf mich doch, das ist doch in deinem Gesetz so verankert. Ich habe doch nichts getan. Ich bin der Überzeugung, dass das Ungerechtigkeit ist und das tue ich kundtun. Ganz normal auf legalem Weg, auf eurem legalen Weg. Was passiert? Weil diese Menschen, und das wird, glaubt mir, das wird kontrolliert. Das wird verfolgt. Diese Videos werden verfolgt. Und so einige, das kenne ich ja zum Beispiel bei uns damals, bei Lies, alle, die offen mitgewirkt haben und immer mitgemacht haben, sehr viele haben ihre Jobs verloren und auch einige wurden abgeschoben. Mir bekannter Fall ist zum Beispiel der tschetschenische Bruder, der Said. Wurde abgeschoben. Sein einziger Grund war das. Und deswegen sage ich, und ich habe auch kein Verständnis, das muss man auch ganz klar und deutlich sagen, weil irgendwie wird alles entschuldigt. Dass jemand kommt, ja, der berühmt ist, Millionen verdient, und ich soll Sorge für ihn tragen und ihn entschuldigen, weil er feige ist, einfach nur zu sagen, beziehungsweise nur zu posten, dass es Ungerechtigkeit ist, soll ich Rücksicht darauf nehmen, weil er sonst seine Deals verliert? Warum soll ich das tun? Für den einzigen, wo ich Rücksicht nehme, ist derjenige, der unter Bombenbeschuss ist, der nicht zu essen hat, der nicht zu trinken hat. Aber jemand, der schon Millionen hat, aber noch mehr Millionen will, der interessiert mich nicht. Das ist feige und fertig. Und deswegen müssen wir auch die Sachen beim Namen nennen. Das, was wir tun, meine lieben Geschwister, über Jahre ist Verrat. Und das, was passiert nach Verrat, weil das ist eine klare Regel. Ja? Verrat wird gesucht, wird geduldet, wird akzeptiert. Aber der Verräter niemals. Der Verräter wird niemals von den Feinden akzeptiert. Weil der hat seine eigenen Leute verraten. Wie soll er dann mit den anderen umgehen? Deswegen wird der Verräter immer am Ende weggeschmissen. Und hierzu will ich nur ein Hadith sagen.
Es gibt so viele Hadith. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد واسم كم في كوب اي كوب اديس داس ابا اين حديث نيم ودا من النبي صلى الله عليه وسلم زاك ان بفيلس فور زاك ايه باي باي الامام مسلم يباليفت كونوا عباد الله اخوانا زاك زايت دين الله في زول في زايم جشفست اخوانا Und jetzt erklärt er, was bedeutet, weil das ist ja der Punkt. Das kenne ich ja seit Jahren. Wenn du einen triffst, Bruder, er drückt sich fast. Bruder, Schwester. Was bedeutet Bruder und Schwester? Was bedeutet das? Ist das einfach nur Mund? Fühlst du, was ich fühle? Fühlen wir, was unsere Geschwister fühlen? Alleine das Gefühl, wie ein Bruder gestern gesagt hat. Alleine das Gefühl. Und deswegen sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam auch im Hadith von Tahrir al-Munkar, damit meint er auch Gefühl. Wenn nicht mal gefühlstechnisch sich was tut bei dir, dann wisse, dass danach kein Iman mehr da vorhanden ist. Und das ist ja das Schlimme. Alhamdulillah sehen wir, dass die Umma noch Gefühl hat. Gefühle sind noch da. Alhamdulillah. Und bei vielen leider auch nicht mehr. Ja? Aber das ist, Nabi sallallahu alaihi wasallam erklärt, was bedeutet Geschwisterlichkeit, Geschwister, Ikhwan. Dann sagt er weiter, Al-Muslimu achul Muslim. Al-Muslim ist der Bruder von dem Muslim. La yadhlimu. Von diesem Hadith gibt es auch verschiedene Überlieferungen. La yadhlimu. Das heißt, er tut ihm keine Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. Du darfst deinem Bruder kein Unrecht tun. Das bedeutet, Bruder zu sein. Und dann sagt er weiter, وَلَا يَخْذُلُ وَلَا يَحْقِرُ وَلَا يَخْذُلُ Er lässt ihn nicht im Stich. Er verrät ihn nicht. Er verkauft ihn nicht. Und er, وَلَا يَحْقِرُ Er erniedrigt ihn nicht. Er macht ihn nicht klein. Und dann sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam weiter, At-Taqwa ha-huna. At-Taqwa ist im Herzen. Die Gottesfurcht ist im Herzen. Wie erklären die Gelehrten? La yakhdulu. Die Gelehrten sagen, Al-Khuzlu huwa tarku al-i'anati wal-nusra. Al-Khuzl ist, nicht zu helfen. Wo man helfen muss, nicht zu helfen. Dein Bruder ist in Not, er braucht Hilfe, ist auf deine Hilfe angewiesen, du hilfst nicht. Das ist Khudla. ومعناه إذا استعان به في دفع ظلم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكن. Das bedeutet, wenn er ihn um Hilfe bittet, in einer Situation, wo ihm Unrecht getan wird, um diese Ungerechtigkeit zu beheben, um sich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren, dann muss er ihnen helfen, wenn er kann. Wir können hinzufügen, mit was er kann. Tun wir das oder schauen wir weg seit Jahren? Wir schauen weg. Yani, bei vielen, das ist ja das Problem, selbst dieses schlechte Gewissen zu haben, versuchen wir jetzt umzuwandeln, indem wir sagen, das sind wir doch selber schuld. Warum machen die das und das? Natürlich wissen wir, dass die Basis dieser Situation ist, dass wir uns von Allahs Religion entfernt haben. Definitiv, das wissen wir, das ist klar und deutlich. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in die Anfusikum. Aber was machen wir jetzt? Diese Sache muss Da'wa und die Hilfeleistung, das sind beides zusammen. Die gehören beide, die müssen beide parallel miteinander gehen. Was bringt nur, jetzt zum Beispiel, nur das Lernen, wenn du das Feuer nicht löschst. Du verbrennst. Du kannst lesen, was du willst. Du verbrennst. Und deswegen, das ist das Problem. Der eine versucht sogar die Schuld dem Opfer zu geben und der andere versucht sogar den Rollentausch, den Täter als Opfer hinzustellen und den Opfer als Täter. Und der andere versucht sich zu erklären, ja, sind sie selber schuld, warum? Wir müssen lernen. Und deswegen, meine lieben Geschwister,
sagen die Gelehrten weiter, weil es in einer anderen Überlieferung sagt, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuslimu. Wala yuslimu. Was heißt yuslimu? Yuslimu heißt ausliefern oder den Feind liefern. Yuqalu aslama fulanun fulanan idha alqahu ila at-tahluka wa lam yahmihi min aduwwi. Wenn man sagt, aslama fulan fulan, einer hat jemanden, sein Bruder yani, geliefert, ausgeliefert. Er hat ihn yani, ins Verderben, yani, in seinem sicheren, in einer sicheren Gefahrensituation, wo yani, mit großer Wahrscheinlichkeit sein Ende ist, yani, gelassen und ihm nicht darauf geholfen und ihn auch nicht von seinem Feind gerettet. Und deswegen, wir sehen, meine lieben Geschwister, in der Geschichte, wie Nabi sallallahu alaihi wasallam den Sahaba vor allem diese Sache beigebracht hat, seinem Bruder zu helfen. Seinem Bruder zu helfen. Sehen wir an verschiedenen, yani, ich möchte jetzt nicht viel reden, damit der Bruder inshallah jetzt auch reden kann, sehen wir an verschiedenen Überlieferungen, wie Nabi sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat und die Sahaba radhiyallahu anhum gehandelt haben, wenn ein Muslim um Hilfe gerufen hat. Ich gebe inshallah ta'ala das Wort dann an meinen Bruder Ibrahim weiter und bitte Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam zu vergeben. Jazakallahu khairan akhi al-karim, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa shakarallahu lakum. Ja, ich danke dem Bruder für seine Worte und für diese Informationen, die er mit uns geteilt hat. Und möchte etwas ähnlich über dieses Thema, über ein paar ähnliche Aspekte sprechen, ehrlich gesagt, bevor wir schon mal zu anderen Punkten kommen. Ich habe gerade gesehen, dass hier jetzt jemand auf Facebook geschrieben hat, eine Frage gestellt hat. Und ich finde es in Ordnung. Ich denke, wir können inshallah erstmal reden wir ein paar über einige Themen inshallah abwechselnd. Und nochmal zusammen über einige Themen inshallah. Und danach können wir, wenn wir inshallah noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht die eine oder andere Frage zu dem Thema inshallah, weil es kann ja sein, dass wir sowieso über dieses Thema sprechen, dann ist das nicht vonnöten quasi, dass wir darauf eingehen. Aber inshallah, wenn wir mit dem Vortrag fertig sind und dann gibt es immer noch so zum Beispiel Fragen, die dann der eine oder andere hat, wie zum Beispiel, ja, wie kann man helfen oder soll man überhaupt helfen, wenn die zum Beispiel mit den Hisbollah, was jetzt hier steht als Frage, sich zusammentun oder was auch immer oder ob die es überhaupt verdient haben oder wie soll man es machen, wenn die bestimmte Fehler haben etc. Da können wir inshallah, falls wir das sowieso nicht behandeln, können wir inshallah darüber vielleicht zum Schluss inshallah sprechen. Also wenn jemand Fragen stellen möchte inshallah, dann bitte ich inshallah erst zum Schluss. Ich habe auch die Kommentarfunktion auf Instagram ausgemacht, damit wir inshallah erstmal ohne Störung inshallah mit Ihnen also reden können. Als allererstes inshallah, was ich auch zu diesem Thema sprechen will, und ich denke eigentlich, dass sich vielleicht auch der Fragende vielleicht gut zugehört hat, dann wäre eigentlich vielleicht auch die eine oder andere Frage würde sich vielleicht erübrigen, weil der Bruder hat auch darüber gerade gesprochen und ich wollte auch ein bisschen darauf eingehen, dass wenn die Situation gerade so ist, wie sie ist, ja, wir haben jetzt dort gerade Millionen von Muslimen, die unterdrückt werden. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verpflichtet, ihnen zu helfen. Ja, unter ihnen ist vielleicht eine Gruppe, die Fehler macht, die Fehler in der Aqida hat. Ja, vielleicht sagen wir mal, die haben Aqida Ashariya, die haben Aqida keine Ahnung was, die haben Fehler in der Aqida. Oder sie handeln falsch. Ja, unter den Palästinensern gibt es Leute, die handeln falsch. Oder machen bestimmte Sünden, sind für bestimmte Sünden bekannt, etc. Heißt das dann, weil die Fehler haben in der Aqida oder in den Handlungen, die sie machen, heißt das dann, dass wir, ja, erstens heißt das dann, dass sie kein Recht mehr haben auf Nusra, auf Unterstützung der Muslime? Ja? Heißt das dann, dass wir dazu nicht mehr verpflichtet sind, ihnen zu helfen, weil sie Fehler machen? Ja? Und ich denke, ganz, ganz klar ist die logische, ja, bevor wir auf diese Sachen eingehen,
die logische Sache einfach erstmal, dass wir ihnen helfen müssen. Ja? Dass dort absolute Ungerechtigkeit passiert. Und wenn absolute Ungerechtigkeit den Muslimen passiert, was können dann die Kinder dafür? Die Kinder dort, die bombardiert werden, die aus ihren Häusern rausgeworfen wurden und werden tagtäglich. Die Menschen, die unterdrückt werden, unter diesen Menschen gibt es natürlich Leute, die gute Akide haben, Leute mit Fehlern in der Akide, Leute, die Wissen haben, Leute, die gar kein Wissen haben. Ja, was soll man jetzt machen als Muslim? Ist man dazu verpflichtet, ja, okay, ich muss jetzt aussuchen, wer ist gut, wer macht keine Fehler, wessen Akide ist tipptopp in Ordnung? Erstmal ist es eine Sache der Unmöglichkeit. Ja, es ist unmöglich zu kategorisieren, wer ist dort gut, wer ist nicht gut. Ja, wer ist ein guter Muslim, wer ist ein schlechter Muslim? Erstmal das, es ist gar nicht möglich, weder dort noch in irgendeinem anderen Land. Nummer zwei, ist es überhaupt erforderlich, dass ich kategorisiere, wer ist dort, wer hat heute dort Hilfe verdient und wer nicht? Wer sind die guten Muslime dort, wer sind die schlechten? Ja? Oder weil jetzt, sagen wir mal, jetzt dort ist die Hamas ist, ja, sagen wir mal, das sind die Terroristen, das sind die mit keine Ahnung wem, die machen mit Demokratie, die machen mit Iran, die machen mit dies. Ja, okay, Hamas ist dort, weil Hamas jetzt dort ist, was mit dem Volk dort, dem Unterdrückung passiert. Sollen wir die im Stich lassen, weil dort Hamas das Sagen hat? Ja, macht auch eigentlich keinen Sinn. Und deswegen ehrlich gesagt, nein, jetzt bin ich vielleicht schon auf diese Sache eingegangen, aber ja, das ist, und die Antwort ist ganz, ganz, ganz klar, islamisch gesehen und logisch gesehen, nein, wir müssen den Muslimen helfen. Ja. Und es war zur Zeit des Propheten Mohammed ist dann bis jetzt nie so, dass man so gehandelt hat. Wenn Muslime angegriffen werden, wenn ein Muslim unterdrückt wird, dann müssen ihm die anderen Muslime, wenn sie können, helfen. Ganz gleich, ob der ein guter Muslim ist oder ein schlechter Muslim, auch wenn er einen Fehler hat in der Aqida zum Beispiel. Ja? Solange er ein Muslim ist, hat er Rechte, ja, hat er Rechte und Pflichten. Und zu seinen Rechten und zu den Rechten der Muslime ist, dass man sie unterstützt, wenn sie Unterstützung brauchen und sie unterdrückt oder ermordet und so weiter und so fort, also wenn ihnen Unterdrückung passiert. Und dann, liebe Geschwister, ist es auch sehr, sehr wichtig, eine Sache im Allgemeinen, was auch vielleicht damit verbunden ist, zu wissen. Und zwar, dass wir als Muslime aufpassen müssen und schlau sein müssen, ja, und aufpassen müssen vor der Ungerechtigkeit, die passiert und vor den Tricks von Shaitan, ja, damals wie heute. Damals wie heute. Shaitan als Iblis, als er Sajda machen sollte vor Adam, ja, Begrüßungsniederwerfung, zur Begrüßung, er sollte sich niederwerfen, er hat das verweigert. Und was war sein Grund? Warum hat er das verweigert? Was war der Grund? Er sagte, خَلَقْتَهُ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ja? Mich, Iblis, aus Feuer erschaffen und den Propheten Adam a.s., ihn hast du aus Erde erschaffen und Feuer ist besser als Erde. Ja? Das war die Begründung von Iblis. Das war dieser Trick von Iblis, ja? Und das falsche Verständnis zu übermitteln. Das falsche Verständnis zu übermitteln. Diese Trickkiste von Shaitan. Und da muss man als Muslim aufpassen. Ja? Dass man nicht in die Falle der Kuffar und die Falle von Shaitan, weil es ist immer eine Sache, das Spielen mit den Wörtern. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, in der 9. Surah, Surah Tauba, auch erwähnt. Und sie, in Surah Tauba, in der Mitte von Surah Tauba ungefähr, sagt Allah, die sind zu euch gekommen mit der Fitna, und sie drehen die Wahrheit um. Ja? Sie spielen mit Wörtern. Jetzt kommen sie uns mit Antisemitismus. Ja? Wir können nichts gegen Israel sagen, wir können nichts gegen die Juden sagen oder gegen Israel sagen. Warum? Antisemitismus. Aufpassen, Vorsicht. Ja? Eine die größte Sünde, die man heutzutage vielleicht auf dieser Erde machen kann. Ja, vielleicht mit Steuerhinterziehung, aber eine der größten Sünden, ganz besonders in diesen Ländern, Deutschland, Frankreich, England, Österreich vielleicht, in diesen Ländern, in Westeuropa, die größte Sünde, die größte Straftat, die man vielleicht machen kann, ja, wenn man irgendwie irgendetwas gegen Juden sagt oder macht.
ja, Antisemitismus. Und da muss dann, liebe Geschwister, aufpassen, dass man nicht in diese Trappe fällt von Schaitan, diese Gründe, die sie uns bringen und diese Spielkiste, die sie immer rausholen von Satan, wo sie uns immer erklären wollen, wer gut und schlecht ist und was man darf und was man nicht darf. Ja, du hast Meinungsfreiheit, du kannst über alle Propheten herlästern, du kannst über Allah lästern, du kannst über alle Menschen herlästern, aber nicht über die Juden. Ja? Du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst, aber nicht gegen die Juden. Ja? Du hast Meinungsfreiheit, aber nicht gegen, aber bei den Juden hört es auf. Du hast das Recht, dich lustig zu machen über alle Menschen, aber bei den Juden ist es eine rote Linie. Ja? Und genauso auch jetzt zum Beispiel dann bringen sie so diese Sache, ja, Hamas, Terrorismus. Derjenige, der sich wehrt, ja, Israel, man kann sich auch diese Karte anschauen, wie es aussah in Palästina. Ja, weil für einen Muslim gibt es ja auch kein Israel. Es gibt es ja nur mehr oder weniger quasi, wie soll ich sagen? Ja, das gibt es quasi anhand von den Landkarten, die es heute gibt. Ja. Aber für uns Muslime, es ist Palästina. Ja, und es wird immer Palästina sein und am Tage der Auferstehung wird es auch Palästina sein, Palästin sein und Erde der Muslime sein. Wie auch immer, ala kulli hal, was wichtig ist, liebe Geschwister, dass sie uns diese Trickkiste rausbringen, dass sie uns sagen, ja, das heißt, diese Leute sind dort dahin gekommen, dorthin gesiedelt, haben dann Step by Step, ja, das Land übernommen und das nicht im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden, sondern in ein paar Dutzend Jahre haben sie es geschafft, von der kleinsten Minderheit, ja, und man kann sich ja die Karte anschauen, wie sie aussah vor 50, 60 Jahren oder 70 Jahren, wie wenige Juden dort waren, wie viele Muslime dort waren. Es war ein muslimisches Land quasi, von der Zeit von Umar ibn Khattab. Ja. Seit 1400 Jahren war das islamisches Land und islamisches Territorium. Ja, von den Sahaba, radiallahu anhu, die es eröffnet haben, zur Zeit des Kalifen Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab und als Kommandanten vor Ort Khalid ibn Walid und Abu Ubaid ibn al-Jarrah, radiallahu anhum ajma'in. Seit dieser Zeit und 1400 Jahre fast durchgehend war das islamisches Territorium und dort haben Nicht-Muslime gelebt. Juden und Christen haben dort gelebt. Ja? Und wie in vielen anderen Orten von Scham in Syrien, in Ägypten etc. ebenfalls. Auf jeden Fall, liebe Christa, Step by Step haben sie das übernommen mit Unterdrückung, mit Tricks, mit Hilfe von natürlich anderen Ländern, wie das Land, wo ich jetzt hier gerade lebe, zum Beispiel in England etc., ganz besonders natürlich England an erster Stelle oder an vorderster Front. Ja, dann haben sie immer mehr und immer mehr das Land übernommen und die Muslime unterdrückt. Mit Hilfe von Geldern, Unterdrückung, mit Hilfe von Heuchlern und so weiter und so fort. Mit allen Tricks, die sie haben. Ja, mit allen Tricks, die sie haben. Und dann haben sie das ganze Land mehr oder weniger eingenommen, ja, und diese Sache passiert ja so, dass sie die Muslime aus ihren Häusern treiben. Ja, sie nehmen Muslime raus aus ihren Häusern und setzen dann in diese Häuser jüdische Familien rein und übernehmen so Step by Step mit Gesetz. Das ist so festgelegt von dem israelischen Staat. Ja. Und so haben sie jetzt das ganze Land mehr oder weniger übernommen. Die Muslime werden ja quasi ausradiert, getötet, unterdrückt aufs Allerübelste, wie wir uns gar nicht vorstellen können, liebe Geschwister. Ja. Sie haben in Palästina, im Gazastreifen, zum Beispiel in Gaza, sie haben dort kein fließendes Wasser. Und sie werden sowas von unterdrückt, indem sie. Ja, die Unterdrückung und die Art und Weise, wie sie unterdrücken und ihnen ihre Ehre nehmen an den ganzen Checkpoints, ja, wo sie unterdrückt werden, wo sie nicht nach Hause gelassen werden, wo sie nicht zu der Arbeit gelassen werden, wo sie quasi verhaftet werden, unterdrückt werden, ermordet werden, wo sie boykottiert werden und weil alle Grenzen sind ja in israelischer Hand. Und dann, wenn sie sich wehren, egal auf welche Art und Weise, wenn sie sich wehren, dann heißt das was? Terror. Ja? Terror und Terror bekämpfen. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man aufpassen mit dem, was man hört von den Kuffar. Ja? Und diese Berichterstattung und ganz besonders im Westen oder in den westlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, England und Frankreich. Ja? Bei denen ist das
quasi egal was passiert dort, alles was den Palästinenser gegenüber passiert, wird nicht gezählt, zählt nicht, ja? Oder es wird eingestuft, dass Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. So wie der Bundesaußenminister gerade bei seiner Reise als allererstes angesprochen hat. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Die Frage ist, wer verteidigt sich dort? Wer ist in der Situation, überhaupt in der Position, dass er sich verteidigt? Ist das der, der tausende, hunderte Menschen jedes Mal tötet, unterdrückt und ihnen alle Rechte eines Menschen wegnimmt? Oder ist es derjenige, der dann, wenn Steine zurückgeworfen werden, vielleicht ein paar Kratzer abbekommt? Wer ist überhaupt in der Position? Wer hat die Atomwaffen? Wer hat die Armee? Wer hat die Macht dort? Sind das die Muslime oder? Und wenn den Muslimen dort Unrecht passiert und das, ja, das Fass überläuft an Ungerechtigkeit und an Unterdrückung, und sie immer wieder aus ihren Häusern getrieben werden und auf der Straße schlafen mit Kindern und allem drum und dran, wenn einer von ihnen sich wagt, seine Stimme zu erheben oder Steine zu werfen, weil er aus seinen Häusern vertrieben wurde und ihm alles, seine ganze Existenz genommen wurde, wenn er sich verteidigt, ist er ein Terrorist. Und dann ist Israel in dem Augenblick derjenige, die sind das Opfer. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, wir dürfen diesen Trick, das ist die gleiche Trickkiste von Shaitan, ja, immer die Wörter verdrehen, wie Allah sagt, وَلَقَدْ اِبْتَرَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. Ja, sie verdrehen die Wörter, sie verdrehen die Lage und wollen uns für dumm erklären. Und leider, weil manche Muslime schwach sind mit ihrem Iman oder Angst haben oder ihr Iman zu schwach ist oder was auch immer, ja, oder sie ihre Position nicht verlieren wollen auf der Arbeit, den Ruf nicht verlieren wollen oder nicht dahingestellt werden wollen, dass sie irgendwie mit Terroristen zu tun haben oder dass sie ja nicht menschenoffen sind oder dass sie nicht antisemitisch sind. Manche Muslime dann nehmen dann diese Sache an. Und da müssen wir ganz, ganz klar sagen, liebe Christen, wir sagen dazu nein. Ja, wir sagen dazu nein, wir sind mit der Wahrheit und wir sind mit der Gerechtigkeit. Und wir sind gegen die Ungerechtigkeit, egal wann und egal gegen wen. Und wenn wir es sind, die ungerecht sind, dann müssen wir gegen uns selbst sein. Wir sind nämlich für die Gerechtigkeit und gegen die Ungerechtigkeit. Und wenn die Ungerechtigkeit kommt von den Muslimen, dann sind wir gegen diese Ungerechtigkeit. Ja? Aber was man hier ganz, ganz klar unterstreichen muss, liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Denn hier in dieser Sache mit Palästin, Allah subhanahu wa ta'ala prüft. Das ist eine Prüfung. Aber das, was wir nicht richtig vielleicht ein- oder nicht richtig sehen oder verstehen, diese Prüfung ist nicht eine Prüfung für unsere Geschwister alleine dort. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala prüft sie dort und prüft jeden Einzelnen von uns da, wo er ist. Er prüft sie, ob sie sich verteidigen, ob sie wahrhaftig sind, ob sie standhaft sind und geduldig sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns gleichzeitig mit dieser Angelegenheit, da wo wir sind, egal wo wir sind, was wir tun, wie wir fühlen, wie wir denken und was wir tun und was wir sagen. Und ob wir Hilfe leisten oder ob wir ihnen den Rücken drehen und eher vielleicht auf diese Verräterstraße bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist es wichtig für uns, dass wir klare Position haben zu dieser Sache. Ja? Dass die Muslime eine klare Position haben zu dieser Sache. Und dass ich weiß, ich bin dazu verpflichtet, meinen Geschwistern zu helfen. Und wir reden heute über Palästina, aber das geht über alle Muslime. Sei es die Uiguren in China, sei es die Geschwister in Burma, in Myanmar oder egal wo auf dieser Erde. Erstmal, ich muss klare Position beziehen und eine klare, richtige Sicht haben, dass ich zu meinen Geschwistern stehe und dass ich für meine Geschwister da bin und dass ich versuche zu helfen, wo ich helfen kann und dass ich weiß und verstehe und verinnerlichen muss, dass ich helfen muss, so viel ich helfen kann. So viel in meiner Macht steht. Und dass wir wissen müssen, dass Allah uns danach fragen wird,
ob wir, wie wir gefühlt haben, wie wir gedacht haben, wie wir gehandelt haben und wie wir gesprochen haben. Für diese Angelegenheit und für alle Angelegenheiten des Islams und der Muslime. Dass ich nicht einfach nur ein Zuschauer bin, wenn ich die Macht habe, etwas zu verändern. Was kann ich oder du tun? Darüber können wir gleich inshallah reden. Aber, dass wir überhaupt eine Einsicht haben und dass wir überhaupt das Verständnis haben, dass ich vielleicht selbst, ich werde von Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, für das, was in Quds passiert, was in Palästina, in Jerusalem passiert, Allah wird mich auch danach fragen. Und jeden Einzelnen von uns fragen, wenn wir vor Allah stehen werden. Und jeder wird anders antworten müssen, weil vielleicht hat der eine von uns mehr Macht und mehr Möglichkeiten als der andere. Aber dass wir richtige Position einbeziehen, dass wir wissen und verstehen und verinnerlichen, liebe Geschwister, ich muss meinen Geschwistern helfen, auch wenn sie Fehler haben, auch wenn sie manche Sachen falsch machen. In dem Augenblick, wo sie gerade am Ertrinken sind, dann werde ich nicht zu ihnen gehen und sagen, was ist aber deine Aqida? Was sagst du über dieses und was sagst du über die Namen und Eigenschaften Allahs? Wenn meine Geschwister gerade ertrinken, dann werde ich nicht gucken, okay, haben sie auch Fehler, haben die auch Sünden? Sondern erstmal, wenn meine Geschwister ertrinken, ich helfe ihnen. Und wenn ich ihnen geholfen habe und sie raus sind aus dieser Notsituation, danach kann ich mit ihnen Dauer machen oder ihnen den besseren Weg oder den richtigen Weg zeigen und mit ihnen Dauer machen. Aber in erster Linie, ich muss ihnen helfen, wenn um Hilfe gefragt wird, beziehungsweise wenn die Situation ist, wenn die Situation danach ruft. Und das ist schon erstmal das Erste, was ich zu dieser Sache sagen wollte. Und dann wollte ich inshallah auch dem Bruder vielleicht sagen, Allahu a'lam, vielleicht hat er jetzt selber schon, hast du vielleicht etwas selber geplant, was so etwas Spezielles, worüber du reden wolltest, oder kann ich dir vielleicht auch? Nicht wirklich. Okay, inshallah. Vielleicht kann ich dir was sagen. Vielleicht kannst du inshallah, können wir auch ein bisschen über oder kannst du uns vielleicht ein bisschen inshallah über allgemein die Lage, nicht die Lage, sondern über den Stellenwert im Islam, über Baytul Maqdis, über Al-Quds, über Al-Sham. Vielleicht kannst du uns ein bisschen auch darüber berichten, damit wir Muslime auch verstehen, dass das, weil ich hörte gestern zum Beispiel, vorgestern war das bei einer Demonstration oder Kundgebung, habe ich dann gehört, dass da waren auch Nicht-Muslime ehrlich gesagt dort und da hat ein Nicht-Muslim dazu gerufen und da auch etwas gesagt. Und er war gegen diese Ungerechtigkeit und absolut gegen den Staat von Israel, der diese Ungerechtigkeiten macht. Aber er sagte zum Beispiel, es ist keine islamische Angelegenheit. Ja, oder er sagte, es ist keine, jemand, der bei der Kundgebung dabei war, es war kein Muslim. Er war gegen das, was Israel tut. Und er war gegen diese Ungerechtigkeit. Aber er sagte zum Beispiel, dass das keine religiöse Angelegenheit ist. Oh. Assalamu alaikum. Willst du den Amu begrüßen? Jannah, ne? Jannah, ja. Mashallah, ist groß geworden. No, no. Alles demoliert. Okay. Und dann. Ich habe zu Ende gesprochen, oder? Oder nicht? Ist fertig? Ja, also Allahu a'lam, ich weiß gar nicht. Ich wurde jetzt gerade gestört, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen über diese Sache reden. Es ist eine religiöse Sache auch und wie ist der Stellenwert überhaupt bei uns Muslimen über dieser Platz, dieser Ort? Na, ja, Bismillah. Wie gesagt, also ich habe ja ganz kurz nochmal zu den Sachen, die der Bruder angesprochen hat. Also als allererstes, meine lieben Geschwister, keiner, ich sage und betone, keiner unserer anerkannten Gelehrten dieser Zeit, die wir seit Jahren kennen, die gefestigt sind im Wissen, sagt sowas oder gibt sowas wieder, wie der Bruder gerade gesagt hat, indem er sagt, ja, dürfen wir die überhaupt helfen? Wer ist das? Wie, bla bla bla, wie ist das? Und das ist ja auch ganz, ich habe ja auch ganz am Anfang, habe ich ja Alhamdulillah ein Vers gesagt. Wa in istansarukum fid din fa'alaykum an-nasr.
Yani, da gibt es nicht Teste, frag welcher Gruppe, dies, das. Muslim, Muslim. Und vor allem bei Ungerechtigkeit, vor allem bei Ungerechtigkeit. Selbst wenn er Käfer ist. Selbst wenn er Käfer ist, bei Ungerechtigkeit, bei klarer Ungerechtigkeit. Jetzt, ich bin auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Jemanden wird, Peter wird Ungerechtigkeit getan. Soll ich zugucken? Yani, das ist sehr, guck mal, das ist sogar von den Moroa, von der Männlichkeit nicht wegzugucken. Und so deswegen sage ich, dieses, yani, ich weiß nicht, was, jeder hat seinen Grund, warum er dann so ist, aber das ist meist auch so dieses Besserwissen. Yani, enter, du, der jetzt gerade sagt, lern oder teste den oder darf man den überhaupt helfen oder so. Wenn dir was passiert, dir, und dieser, ja, den du jetzt kritisierst, beziehungsweise den seine Aqida in Frage stellst oder sein Denken, seine Art zu denken, seine Vorgehensweise und so weiter kritisierst und so weiter. Wenn er, wirst du dann nicht wollen, dass er dir hilft? Selbst wenn er nicht deiner Meinung ist und so weiter. Wenn du in einer Situation bist, in einer Notsituation, wallahi, du, yani, die meisten, und das siehst du ja leider, weil wir Muslime unfähig sind zu helfen, siehst du, dass dann unsere Geschwister ihren Feind rufen, um zu helfen. Ja? Der überhaupt der Grund ist dafür, dass ihnen von diesem Staat Ungerechtigkeit getan wird, so siehst du dann diese Menschen aus Verzweiflung, der ruft, ja, Amerika, Amerika, hilf uns, Amerika, komm hier, Deutschland, komm hier. Das, warum? Weil wir nicht helfen. Weil wir fragen, warum, was ist deine Akida, was, bla, yani diese Sache, die gar nichts zu tun hat in dieser Situation. Und das ist eigentlich auch logisch. Und ich möchte nämlich genau auf diese Sache, jeder redet, jeder labert, aber unsere anerkannten Gelehrten, kein einziger redet so ein Müll. Kein einziger. Außer irgendwelche Babbler, die sowieso bei jedem, bei jeder Sache irgendeinen Müll von sich geben. Beit al-Maqdis, vor allem diese Region von Scham, meine lieben Geschwister. Anyway, wir wissen von verschiedenen Ahadith, ja, und Überlieferungen, dass diese Region von Scham, das heutige Syrien, Palästin, Jordan, Lübnan, diese Region, das ist Ard al-Mubarak. Das ist ein gesegnetes Land. Und yani, das ist auch für alle Religionen ein gesegnetes Land. Weil dort halt die Offenbarungen kamen für die Propheten. Ja, das ist ein gesegnetes Land. Yani, das hat einen Stellenwert. Das ist nicht zum Beispiel irgendein Land, obwohl Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit ist, aber es bekommt doch mal einen höheren Wert, wenn das einen Wert hat. Wenn das einen Stellenwert hat. Und deswegen, zum Beispiel die Moschee. Die Moschee ist eine Moschee, aber nochmal, das ist nochmal was anderes. Diese Moschee ist was anderes. Diese Moschee hat einen Stellenwert. So wie Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, la tushaddu rihal illa ila thalath. Unter ihnen auch diese Moschee. Die Moschee von des Propheten sallallahu alaihi wasallam, al-Bayt al-Haram, Bayt Allah al-Haram und diese Moschee. Und deswegen, meine lieben Geschwister, yani, diese Sache ist nicht ein Es hängt gerade kurz. Ein Moment, ach, es hängt gerade kurz. Ja, Jetzt. weil ich habe einen Anruf Hast du einen bekommen, Anruf deswegen. da? Okay. Ja, deswegen, ich habe weggedrückt. Und deswegen, das ist Ula al-Qiblatain. Das ist Ula al-Qiblatain. Das ist da in die Richtung hat Nabi sallallahu alaihi wasallam eine sehr lange Zeit gebetet, hingebetet. Das ist Masra Nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Von dort ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Himmel gestiegen. Yani auch ein Zeichen dafür, um die Bindung zu den anderen Gesandten und Propheten, alaihimussalatu wassalam, und zu den anderen Büchern. Thalith al-Haramain al-Sharifain. Yani das ist nichts, yani, das ist, du redest hier über Masra Nabiyina sallallahu alaihi wasallam, Ula al-Qiblatain und Thalith al-Haramain al-Sharifain. Das ist nichts, yani,
Und deswegen finde ich traurig zum Beispiel, das ist ja der Punkt, dass die Sache auch natürlich, das ist alles gezielt geplant, so abgebaut wurde bei den Muslimen. Wir sind zum Beispiel damit groß geworden. Wir wissen, was Palästina ist, wir wissen, was Al-Aqsa ist. Diese Generation von heute weiß nichts darüber. Warum? Weil man sich damit nicht beschäftigt. Weil das in Vergessenheit geraten ist. Obwohl das über die Jahre immer, immer war da was am Laufen. Yani diese Ungerechtigkeit war ja nicht so, dass die yani irgendwann aufgehört hat, sondern das ist ja systematisch verfolgt worden bis jetzt. Und deswegen, wir als Muslime müssen um den Stellenwert dieses Landes wissen, dieser Moschee wissen, ja, unabhängig von der, das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber die Basis ist die Ungerechtigkeit, meine lieben Geschwister. Die Ungerechtigkeit, die wir nicht dulden dürfen und wo wir yani laut schreien müssen. Zumindest, yani das ist ja das Traurige. Das Traurige ist, dass noch nicht mal, guck mal, wir sind sogar so weit, dass wir sagen, halt mindestens die Klappe, halt mindestens deinen Mund, sag kein Bartel. Wenn du nicht yani mutig genug bist und Mann genug bist, die Wahrheit zu sprechen, dann halt wenigstens deinen Mund. Aber dass wir mittlerweile sogar so weit sind, ja, dass wir nicht nur die Hilfeleistung zurückhalten und unseren Geschwistern nicht geben, sondern auch noch anfangen, oder eher das schön zu reden, das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Situation. Ein Bruder hat mir gestern ein sehr, sehr schönes Beispiel gesagt. Sehr, sehr schönes Beispiel gesagt. In Deutschland haben wir, es ist, glaube ich, sogar ein Gesetz, dass wenn du die Hilfeleistung unterlässt, zum Beispiel du fährst mit deinem Auto und vor dir ist ein Unfall passiert und du siehst, da ist ein Unfall passiert, da gibt es Verletzte. Und deswegen wird ja für den Führerschein dieser Erste-Hilfe-Test gemacht, diese Prüfung. Wenn du ja die Hilfeleistung unterlässt, wirst du bestraft. Ist das eine Straftat? Diese Hilfeleistung zu unterlassen, ist eine Straftat. Ja, wenn dich jemand sieht und dein Kennzeichen aufschreibt, kannst du eine Anzeige bekommen und du bekommst eine Strafe dafür. Jetzt sehen wir, ja, die ganze Welt sieht zu, wie Ungerechtigkeit getan wird, ja, Kindern, unschuldigen Menschen gegenüber und keiner hilft zu, sondern wir sind sogar so weit, dass wir den Täter als Opfer hinstellen und den Opfer als Täter. Jetzt zieht euch das rein. Ja, deswegen. Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht islamisch argumentieren, weil der Islam hat diese Sachen bestätigt, die in der Fitra sind, hat der Islam bestätigt und bekräftigt. Deswegen wollte ich eigentlich nur sachlich reden, weil diese Sache, vor allem diese Sache ist klar und deutlich. Aber unser Problem ist, wir haben ein wirklich, vor allem wir Muslime, wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Wir hören beziehungsweise glauben unserem Feind und verraten und verkaufen indirekt unsere Geschwister. Und das Problem ist, die Folge dessen ist, dass wir am nächsten Tag dran sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns beistehen. Amin, Amin. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Inshallah ta'ala, vielleicht kann ich auch noch ganz kurz hinzufügen, dass man. Dass ich denke, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, ehrlich gesagt, besonders heutzutage, dass man auf die Sache achtet. Ja, weil ich kann euch sagen, zum Beispiel, als ich ein kleiner Junge war, mein Vater hat mich mitgenommen auf Demonstrationen, auch weil es wie heute und wie fast immer, so ist, dass Muslime in Palästina unterdrückt werden oder wurden, hat mich mein Vater mitgenommen. Ja, auf eine Demonstration in, ich weiß nicht mehr, ob das in Frankfurt war. Und ich sollte dort auch so ein Schild halten und gegen die Ungerechtigkeit des israelischen Staates. Ja, also, und früher war das ehrlich gesagt eher normal, dass die Imame darüber gesprochen haben, dass die Eltern darüber gesprochen haben. Und man muss besonders, finde ich, heute aufpassen, weil wir leben heute in einer Zeit, die A, so schnell ist, B, dass wir aufpassen müssen, weil das, was jetzt gerade momentan passiert, ist, dass die Leute in Gaza, in Palästina,
Die Leute werden dort bekämpft und dort kommen wirklich richtige Bomben an, ja, und zerstören ihre Häuser oder ihr Leben. Aber das, was wir leider oft nicht erkennen, ist, dass bei uns Muslimen im Westen, ja, sei es in Deutschland, sei es in anderen westlichen Ländern, auch sogar in manchen islamischen Ländern, weil es da von den Regierungen so gewollt ist, dass dort auch Bomben fallen. Aber die Bomben nicht Bomben sind wie die Bomben, die wir kennen, sondern dass ein Krieg herrscht, aber auf andere Art und Weise, sodass man ja, die Wahrheit mit der Falschheit vertauscht und ein falsches Verständnis bekommt von dieser Angelegenheit. Und dass unseren Kindern beigebracht wird, quasi in der Schule, ja, alle Menschen sind gleich und alle Menschen sind vor Gott gleich. Und alle Menschen sind im Paradies, auch Juden und Christen sind im Paradies. Und dass wir sogar sowas manchmal hören von Leuten, die leider auf die Kanzel, auf den Minber, auf die Kanzel des Propheten Mohammed steigen freitags und vor Hunderten oder sogar Tausenden Menschen sprechen und ihnen dort vermitteln, Muslime, Juden und Christen sind alle gleich und alle sind im Paradies und so weiter und so fort. Ja? Und dann werden Sachen vermischt. Und dann werden falsche Informationen und falsche Ideologien und ein falsches Verständnis und eine falsche Glaubenslehre den Kindern, ja, wie kann man das sagen, vielleicht vermittelt, sodass sie groß werden, ja, und immer diese Sache aufpassen, ja, Antisemitismus, bloß kein Wort gegen Juden. Bloß keine Kritik gegen Juden, weil alles, was damit kommt, ist direkt Antisemitismus. Und das ist unter Strafe gestellt. Und das ist absolut verboten. Und dann wachsen diese Kinder so auf, besonders in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, mit Internet und Social Media und. Ja, das heißt, die wachsen auf. Die Moscheen machen ja kaum Dauer, leider. Ja, kaum Dauer, kaum Aufklärung, was die Religion angeht. So haben dann sehr, sehr viele Muslime gar nicht dieses Wissen, dass Palästina überhaupt existiert, dass Al-Quds-Moschee überhaupt eine Moschee ist im Islam oder eine besondere Moschee ist im Islam oder einen besonderen Stellenwert hat oder sonst irgendwelche Informationen, wichtige Informationen über diese Angelegenheit. Und deswegen sind dann viele Muslime, die sie aufwachsen und denen ist es egal, was dort passiert. Ja? Warum? Weil sie haben gar keine Ahnung, sie sind gar nicht aufgewachsen mit diesem Wissen und mit dieser Aufklärung, die man eigentlich als Muslim haben sollte. Und da würde ich inshallah aber wirklich etwas sagen, was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, was ich jetzt hier in England gesehen habe, besonders, subhanallah, dass ich gesehen habe, dass genau diese Sache, ja, ich war in manchen Moscheen jetzt im Ramadan, subhanallah, in manchen Moscheen sogar keine Sunna-Moscheen. Ja, Moscheen, sagen wir mal, sind so Tabligh-Moscheen, Tabligh oder hanefitische Moscheen, wo die aber nicht wegen der Rechtsschule von Abu Hanifa, rahmatullahi, sondern mit der Rechtsschule, aber mit ein bisschen falsches Verständnis, sondern so, ja, es geht so in die Richtung Tabligh oder Sufismus, ja, vielleicht solche Moscheen gibt es nicht viele in Deutschland, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer, das zu erklären, aber auf jeden Fall haben sie Fehler, ja, in manchen Sachen, ja, machen manchmal auch in anderen Sachen gute Arbeit etc. Aber sie haben definitiv Fehler. Aber was ich gesehen habe, mehrmals gesehen habe, bei der Freitagspredigt, bei Predigten zwischen Asr und Maghrib, also kurz vor dem, zwischen diesen zwei Gebeten, bis zum Fastenbrechen, haben die dann öfters Vorträge gemacht und habe dann gesehen, dass wirklich viele von denen, sogar manche von den Imamen, die eigentlich eine falsche, ja, nicht eine 100% richtige Glaubenslehre folgen, der richtige Akide haben, dass sie trotzdem über dieses Thema gesprochen haben und ehrlich gesagt sehr hart gesprochen haben. Ja? Und ehrlich gesagt viel, viel härter, als ich mir vorstellen kann, was momentan so in vielen Sünder-Moscheen, ja, wo man wirklich eigentlich die richtige Akide hat, aus Angst oder was auch immer, ja, wirklich sehr, sehr hart gesprochen gegen dem, was da passiert, gegen diese Ungerechtigkeit, gegen den israelischen Staat. Und allgemein diese Angelegenheiten, über die wir heute auch sprechen. Ja? Und ehrlich gesagt, und diese Sache habe ich aber dann auch jetzt gesehen, ja? Und gehört, dass in vielen verschiedenen Schulen, sei es hier gibt es ja viele islamische Schulen, Privatschulen, Internate etc., ja? Sei es jetzt in islamischen Schulen, sowohl in islamischen Schulen als auch
in staatlichen Schulen, ja, haben die Schulen, und zwar nicht die, ja, das Schul, die, also die, die, nicht die Lehrer oder sonst irgendjemand, sondern wirklich die Schüler haben Proteste gemacht, ja, verschiedenen Alters, haben Proteste organisiert unter den Schülern, ja, unter den Schülern, dass sie über diese Sache sprechen, dass sie gegen diese Ungerechtigkeit sprechen oder dass sie sich treffen und dagegen demonstrieren, ja. Und wallahi, ich bin zur Stadt gegangen, habe dann wirklich gesehen, das waren, subhanallah, so an einem Tag, es waren nicht viele, aber was mich wirklich gefreut hat, einerseits, okay, ich bin da hingegangen, habe dann gesehen, da waren vielleicht 30, 40 Mädchen. Ja, wirklich Mädchen, 12, 13, 14, 15 Jahre alt. Ja, wirklich sehr, sehr jung. Kinder, Jugendliche in dem Alter. Was mich vielleicht nicht so gefreut hat, ist, dass da so wenige waren. Was mich nicht so gefreut hat, dass vielleicht die Hälfte oder, nein, vielleicht die Hälfte nicht, aber vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von ihnen, also einige wenige von ihnen, noch nicht mal ein Kopftuch getragen haben. Ja? Aber was mich trotzdem gefreut hat, liebe Geschwister, auch wenn ich vielleicht natürlich von meiner Logik, von meinem Wissen, was ich vielleicht sehe, dass das vielleicht keinen großen Nutzen hat, aber was mich trotzdem gefreut hat, liebe Geschwister, und mein Herz wirklich, einerseits, ich hatte zwar, sagen wir mal, gemischte Gefühle, ja, weil ich weiß, was bringt es nicht und dieses und jenes. Aber was mich gefreut hat, ist, dass ich sehe, dass in einem Land, wo immer gegen Antisemitismus gesprochen wird, wo immer, ja, die Wahrheit als Lüge erklärt wird, die Lüge als Wahrheit erklärt wird und den Menschen solche Spritzen, ja, gegeben werden mit dem falschen Verständnis des Islam etc., dass es trotzdem Kinder und Jugendliche gibt, deren Herz für Palästina und für diese Angelegenheit, dass sie im Regen rausgehen von zu Hause und sich im Regen dahinstellen und gegen diese Ungerechtigkeit wenigstens mit ihrer Zunge rufen. Und das hat mich gefreut. Ja, dass ich gesehen habe, dass in diesen Kindern, mashallah, trotzdem Gutes ist. Ja, dass es trotzdem Eltern gibt, die ihren Kindern beibringen, dass das eine wichtige Angelegenheit ist, dass es kein Spaß ist, dass das zum Islam gehört, dass man den Islam, die Muslime verteidigt, dass man die Muqaddasat verteidigt, ja, die Sachen, die einem heilig sind, verteidigt im Islam, so wie man kann, so wie man kann. Und ich habe auch andere Sachen gehört und gesehen und war selbst dabei, zum Beispiel vorgestern. Es gibt eine Firma hier in der Stadt, wo ich lebe, in Leicester City, die für die israelischen Drohnen Ersatzteile baut. Ja, also die Drohnen, die dann entweder die Bomben abwerfen oder die Ziele festmachen, wo dann die Bomben geschossen werden. Ja, es gibt eine Firma von denen, diese Firma gibt es in Amerika, diese Firma gibt es auch hier in Leicester City, wo ich lebe. Und da sind Aktivisten, Muslime und Nicht-Muslime, sind auf den Dächern draufgegangen, haben dort ihr Zelt aufgebaut und sind da seit Tagen dort. Ja, seit Tagen sind sie dort. Die Produktion wurde eingestellt. Dort ist überall Polizei etc. Dort gab es jetzt einige Male Kundgebungen direkt davor, wo hunderte Menschen gekommen sind, auch aus anderen Städten, und dort demonstriert haben, dass diese Firma geschlossen werden muss und dass hier, dass England damit aufhören muss, Waffen zu liefern an Israel, womit Kinder und unschuldige Menschen getötet werden und ermordet werden. Ja, und ich habe das Gleiches auch gehört über eine Firma in Italien, eine andere Firma in einem anderen Land, wo wirklich Muslime diese Sache angegangen sind und die Produktion gestoppt haben von Firmen in Italien, in England, in einem anderen dritten Land, ich weiß nicht mehr, welches es war, habe ich auch in den Nachrichten gelesen. Ja, wo Muslime etwas getan haben, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, aber Allah wird mich ja nur danach fragen, was ich machen kann. Nicht das, was ich nicht mache. Ich bin kein Präsident. Ich habe keine Armee. Ich habe keine Macht. Ja, Allah wird mich nur danach fragen, habe ich Dua gemacht? Habe ich gespendet? Habe ich das gemacht, was in meinen Händen ist? Danach wird mich Allah fragen. Und deswegen hat mich das gefreut, dass ich gesehen habe, dass da wirklich Menschen, die vielleicht, also in dieser italienischen Firma, Leute, die ihren Job dann verlieren. Ja, nein, wir machen wir nicht. Wir arbeiten nicht. Wir machen diese Arbeit nicht weiter, womit unsere Geschwister getötet werden, beziehungsweise unschuldige Menschen getötet werden. Wir sind dagegen und wir arbeiten. Die haben gestreikt. Und auch in Palästina gibt es Firmen, wo Muslime dort selbst gestreikt haben, obwohl sie vielleicht dann hungern müssen, weil sie sowieso in dieser Lage stecken. Aber trotzdem haben sie in Palästina, in Gaza oder auch im Westjordanland haben sie gestreikt und haben dann
Und gesagt, nein, egal, auch wenn ich meinen Job verliere, egal was passiert, ich unterstütze diese Sache nicht. Oder ich mache das, was ich dagegen tun kann. Und das hat mich wirklich gefreut, dass ich gesehen habe, in sehr, sehr vielen Kindern, und war gestern in London bei einer Demonstration auch wegen der Sache von Palästina, wo, Allahu a'lam, ich habe gehört irgendwas oder gelesen, dass da wirklich 100 oder 180.000 Menschen waren. Und vielleicht poste ich inshallah nachher noch ein Video oder ein paar Bilder dazu. Und abgesehen davon, wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, was wir im Islam überhaupt von Demonstrationen oder Kundgebungen halten oder ob das halal ist oder haram ist. Da können wir gleich inshallah darüber reden. Aber trotzdem, ich war dort und habe gesehen, dass da wirklich Muslime von ganz England dorthin gekommen sind. Ja? Und sehr, sehr viele Nicht-Muslime, sehr, sehr viele Nicht-Muslime, und es waren sogar Juden dort, die gesprochen haben mit dem Mikrofon und gegen diese Ungerechtigkeit gesprochen haben, die dort passiert, und dieses Massaker, was dort passiert, diese Ungerechtigkeit und diese ethnische Säuberung, ja, der Muslime, die dort stattfindet. Ja? Und stellt euch mal vor, liebe Geschwister, was passieren würde, wenn es andersrum wäre. Stellt euch mal vor, es gäbe einen Platz auf dieser Erde, wo man die Juden unterdrücken würde. Ja, subhanallah, das ist unvorstellbar. Weil ein Wort, ich habe mein Dua gemacht, ich habe nur Bittgebete gemacht. Ja? Und ich habe letztes Jahr, 2020, ich habe fast 5000 Euro als Strafe gehabt und habe sie überwiesen. Weil sonst hätte ich glaube, 6 oder 7 Monate in den Knast gemusst. Nur für Bittgebete, die ich gemacht habe. Ich habe nur Dua gemacht. Ja? Und ich habe dafür diese Strafen bezahlt. Und hätte ich keine Familie und Verantwortung und meine Projekte, dann wäre ich auch lieber reingegangen und hätte mir vielleicht dann ein bisschen Urlaub gemacht für andere Sachen, als denen dieses Geld zu geben. Aber leider, ja, haben die oder ich Glück gehabt, dass ich keine Zeit dafür habe. Deswegen muss ich das zahlen und habe das auch bezahlt, ehrlich gesagt. Ja? Aber stellt euch mal vor, es wäre irgendjemand, nur ein Wort, du kannst nicht mal Dua gegen sie machen. Ja? Du musst ein falsches Wort und du wirst bestraft. Weil dann heißt es direkt Antisemitismus. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, aber das hat mich wirklich gefreut, dass ich dort so viele Menschen und Kinder gesehen habe von allen islamischen Ländern und sogar viele, viele Nicht-Muslime. Ja, Christen und Juden waren dort und die alle auch dagegen gesprochen haben, gegen diese Ungerechtigkeit seitens Israel, die jeder Mensch erkennt, der gesund ist. Und jeder Mensch erkennt, der ein bisschen Menschenverstand hat. Und jeder Mensch ganz, ganz klar sieht, der einen Gramm von Gerechtigkeit in seinem Herzen hat. Ja? Und ansonsten wirklich, allen anderen ist nicht mehr zu helfen. Diese Heuchelei, die wir sehen, ganz besonders auch von den Regierungen. Ja? Von der Regierung, zum Beispiel auch in Deutschland, ganz ehrlich. Ja? In Deutschland, hier in England und ja, diese Subhanallah, so eine extreme große Heuchelei. Ja? Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Wovor verteidigen sie sich denn? Dass die anderen sich verteidigen, da, das nennen wir, so wie der Bruder gerade gesagt hat. Ja. Diese Opferrolle. Der Massenmörder, der hat dann die Opferrolle. Ich bin das Opfer. Wir werden ihn. Und dann wird dann irgendein Israeli gezeigt, der dort irgendwie verletzt wurde oder dem etwas passiert ist. Statt dass man die Bilder zeigt von dem, okay, lass uns Zahlen sehen. Lass uns Zahlen sehen von den Toten jetzt, in den letzten Wochen. Lass uns die Zahlen der Toten sehen, weil in Deutschland, man redet gerne mit Zahlen. Dann lasst uns mal diese Zahlen sehen. Sei es in dem Konflikt jetzt, sei es in allen Konflikten von 1948 bis jetzt. Dann holen wir die Zahlen auf den Tisch und dann sehen wir mal, wer die Opfer ist und wer der Täter ist, der Massenmörder ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben, liebe Geschwister, und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime aufwachen lassen von ihrem Tiefschlaf. Und ich gebe inshallah das Wort weiter an den Bruder Barakallahu. Ein Beispiel, wie eine Hilfe geleistet wird. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil die Geschichte ist lang. Aber es gibt einen Sahabi, der war vom Stamm von Khazraj, Amr ibn Salim, radiallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte ja ein Abkommen mit Quraysh. Und unter Quraysh waren Leute und unter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sozusagen seine Leute, die ihm nahestanden. Und das Abkommen von Quraysh war, dass die Rasul sallallahu alaihi wasallam nichts tun und er ihnen nichts tut.
المهم يعني schnell zusammengefasst, Amr ibn Salim radiallahu an war mit einer Gruppe von seinem Stamm und hatten Probleme mit einem Stamm. Da kam Quraysh und half diesen anderen Stamm gegen die und tötete die Leute, die mit Amr ibn Salim radiallahu anhu waren, während sie am Beten waren. Amr ibn Salim ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ein bekanntes Sch'r gesagt, ein bekanntes Gedicht gesagt und Nabi sallallahu alaihi wasallam um Hilfe gebeten, weil ihnen Unrecht getan wurde von Quraysh, sie wurden getötet. Was war die Reaktion von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Seine Reaktion war direkt: Nusirta ya Amr ibn Salim. Du hast um Hilfe gebeten. Er fragte nicht, was passiert, wie, wo, dies, das, Details. Nein, Nusirta ya Amr ibn Salim. Unrecht ist passiert, Nusirt. Was heißt das? Nusirt? Nusirt, dir wird geholfen. Du hast nach Hilfe gefragt, wir helfen dir. Wie sah die Hilfe aus? Vorbereitung. Nabi sallallahu alaihi wasallam hat eine Armee vorbereitet und diese Armee hat dann Fetch Mekka gemacht. Mekka erobert, geöffnet. Deswegen, meine lieben Geschwister, dieses Denken, das ist, ich sag ja, yani, egal, tust du es logisch argumentieren, sachlich argumentieren, kommst du mit Beweisen von Koran und Sunna argumentieren, du kommst nicht drum herum. Das Schlimmste, beziehungsweise der Fehler, die Sünde ist, die Hilfeleistung zu unterlassen. Noch schlimmer ist es, die dann noch zu rechtfertigen, beziehungsweise dann noch, wal-iyadu billah, den Fehler bei den anderen zu suchen. Das ist dann nochmal eine Ungerechtigkeit. Du hast deinen Bruder verraten, aslamtahu, hast ihn verkauft, ausgeliefert. Und dann noch größere Ungerechtigkeit getan, indem du noch weiter yani, auf ihn getreten hast, indem du ihn yani, schlecht über ihn geredet hast und so weiter und so fort. Deswegen, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Zu Sachen, zu Sachen yani, wie man helfen kann, ja, Ikhwa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wir können jetzt nicht wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Armee fertig machen und oder wie Al-Ma'mun, der Anfang ist bei dir und der Ende ist bei mir. Diese Macht haben wir nicht, diese Möglichkeit haben wir nicht. Aber Möglichkeiten im Rahmen des Erlaubten. Immer wieder seit Jahren dieselbe Diskussion: Ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Demonstration. Ja, Achi, siehst du, yani, vertrittst du die Meinung, bist du von der Meinung überzeugt, dass es nicht erlaubt ist, dann mach was anderes. Es geht darum, dass du was machst. Aber was macht das für einen Sinn, yani, dass deine einzige Beschäftigung und Sorge ist, dich hinzusetzen und die zu kritisieren, die eine Demonstration machen? Yani, was hat das jetzt für einen Nutzen gebracht? Die einen sind auf die Straße gegangen, sind davon überzeugt, dass das richtig ist, dass das erlaubt ist, dass diese Variante okay ist, ja, und machen das. Machen das. Du siehst das nicht als erlaubt. Aber was machst du? Du sitzt irgendwo hinter einem Rechner, yani mit einem Keyboard und tippst. Ihr seid falsch, ihr seid dies, ihr seid das, wie könnt ihr das machen, wie bla bla. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin nicht überzeugt von Demonstrationen. Aus verschiedenen Gründen und Aspekten. Aber wenn jemand davon überzeugt ist und damit wirklich, wirklich aus Überzeugung meint, dass das richtig ist und dass es erlaubt ist und dass er damit auch was bewirken kann, dann lass ihn. Dann soll er machen. Ich mache was anderes. Was ist mit Spenden, liebe Geschwister? Spenden, yani da wo es zum Beispiel bei uns, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Yani das Geld, aber das ist das Problem, das sitzt bei uns tief im Herzen drin, davon können wir nicht loslassen. Wir können nur reden, wir können nur kritisieren. Der macht das, der macht dies. Ja Allah, dann mach du was Besseres. Spende du. Hol mal das Geld raus. Geh mal arbeiten und nimm das ganze Geld und gib das fi sabilillah.
Es geht um Sorge, um dieses Gefühl. Und nicht nur um Kritik, nur um Kritisieren. Der macht das, der macht das, der macht dies, der macht jenes. Was bringt uns das? Gar nichts. Deswegen, Barakallahu fikum, man soll nicht viel diskutieren. Es gibt einen Rahmen von Meinungsverschiedenheiten. Und das ist dieser Rahmen. Da werden Meinungsverschiedenheiten akzeptiert. Die Gelehrten sind sich dann uneinig. Der eine hat dieses Verständnis, diese Auslegung, und der andere sieht es anders. Wenn ich zum Beispiel mein Verständnis, wie soll ich sagen, Einschätzung der Lage, sehe nicht, dass das viel bringt. Vor allem, sage ich, wenn es zum Beispiel nur Hunderte sind oder eine Anzahl. Aber das ist meine Meinung. Der andere sagt, nee, Hauptsache, wir zeigen Flagge, Hauptsache, wir sind da, Hauptsache, unsere Geschwister haben unsere Stimme. Das ist auch eine Argumentation. Natürlich sage ich im Rahmen des Erlaubten. Ja, natürlich, es gibt Sachen, die auch dort, die zum Beispiel in solchen Demonstrationen passieren und die haram sind. Ja, da passieren auch Sünden. Aber, Allah muss sein. Wir müssen das Beste draus machen. In solchen Situationen müssen wir das Beste draus machen. Aber das Schlimme ist, dieses nur reden. Nur reden, nur kritisieren. Mach das, nein, das geht nicht. Mach dies, nein, das ist, du musst, haben die das überhaupt verdient? Mach das. Und unsere Geschwister werden abgeschlachtet. Der Feind ist sich einig. Und das sieht man, subhanallah, guck dir mal die an. Sachen, die klar und deutlich sind, als ob die das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Guck mal, zum Beispiel, wir leben ja in Deutschland. Alleine nur die Reaktion von Deutschland als Staat, wir reden jetzt natürlich von den Verantwortlichen, die kommen raus und sagen ganz klar, absolute Solidarität. Keine Frage stellen. Nichts in Frage gestellt. Das und das muss gemacht werden. Wer das und das macht, wer auf unseren Straßen antisemitische Parolen verbreitet, der muss das und das passiert. Flüchtlinge, wenn die dabei sind, müssen abgeschoben werden. Guck mal, was für Handlungen. Ganz klar und deutlich in ihren Wala. Ja, und lassen Taten darauf folgen. Wie der Bruder gesagt hat, wir kennen das ja schon seit Jahren, wir erleben das ja am eigenen Leibe. Wir haben so viel schon hinter uns. Dua, was ganz normal ist, was ganz normal war, traut sich heute keiner mehr. Traut sich keiner mehr. Warum? Ja, weil die halt handeln. Und ich kenne ja diese Angelegenheit von meinem Bruder Ibrahim. Das läuft ja seit Allah allem 4, 5 Jahren. Das ist seit 2014 oder so, dieses Verfahren. Guck mal, ich habe jetzt vor ein paar Wochen auf einmal, subhanallah, ich gucke bei mir in der Post, sehe ich so einen Brief von der Polizei. Ich habe mich gefragt, was ist das? Habe ich eine Vorladung von der Polizei wegen Verbreitung von Zeichen und Logen von verbotenen Gruppierungen? Dachte ich mir, subhanallah, was ist das? Ich habe mir wirklich, bin auf, da, darauf gar nicht gekommen. Hab die Sache dem Anwalt geschickt, dann Akteneinsicht, was kommt da? Irgendeiner, der natürlich, das ist ja, ich weiß nicht, was der Grund, was ihn dazu bewegt hat, hat irgendwelche Ausschnitte aus der Facebook-Seite genommen. Jetzt verstehe ich auch, warum jedes Mal meine Seiten gelöscht werden, weil die ja gemeldet werden. Ich dachte von anderen Leuten, aber anscheinend ist das von denen, werden immer gemeldet. Warum? Weil da so von Lies. Ich habe da so einen Artikel gehabt von einer Zeitung wegen den Koranen und auf der Zeitung war ein Lies-Zeichen. Was ich dann auf der Seite geteilt habe und deswegen sollte ich vorgeladen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Sache wieder geht. Trotz, dass sie uns in unserer Freiheit sozusagen einschränken, so dass die hinter unseren, die machen es ja Plan, die gehen und zu den Moscheen und treffen Vereinbarungen. Ich habe mit so vielen, zum Beispiel, Alhamdulillah, ich habe eigentlich einen sehr guten Kontakt, wie du weißt, zu meinen Geschwistern, auch in den Moscheen, selbst wenn sie mir Unrecht tun. Ich versuche, so gut es geht, immer Verständnis zu haben. Und die sagen so zu mir, die sagen zu mir, Said, wir kennen dich. Wir wissen, wer du bist, was du bist und wie du denkst und so weiter und so fort.
Aber wir können nicht. Die gehen zu denen hin. Ein Bruder hier zum Beispiel aus Bonn, der zum Beispiel eine Khutba gemacht hatte, als mein Vater rahimahullah gestorben ist, da kam dieser Beauftragte von der Polizei zu ihm und meinte, der Typ ist alles andere als ein Segen für Bonn gewesen. Ein anderer Bruder zum Beispiel hier, kommen diese Vorstände von Imame, diese Vorstände von den Moscheen, diese Feiglinge, diese Verräter von ihnen auch. Wallahi, Achi, der Bruder hat in der Khutba kurz diese Ungerechtigkeit angesprochen. Der Vorstand hat ihn schon vorher angerufen gehabt und hat ihm gesagt, hör mal zu, wenn du vorhast, darüber zu reden, brauchst du morgen gar nicht zu kommen. Wallahi al-Azim. Und als er darüber sprach, yani ganz sachlich, yani wir reden hier nicht von Aufruf zu irgendetwas. Ganz sachlich. So wie zum Beispiel in den Nachrichten darüber gesprochen wird. Ja? Hat er ihn angerufen und meinte, ja, das geht nicht. Wir wollen diese Themen nicht haben. Und das sind Leute, die, yani, was erwartet man von diesen Leuten? Und deswegen sage ich, man muss diese Sachen beim Namen nennen. Das ist für mich Verrat. Das ist für mich Verrat. Aber in höchster Form. Diese Leute, dafür habe ich kein Verständnis, und diese Leute dürfen nicht auch entschuldigt werden oder verteidigt werden. Weil es gibt Rahmen. Es gibt einen Rahmen. Wir sagen hier nicht groß, mach dies, mach das, mach das. Wir sagen nur, sag doch zumindest zu dem Walim, ja Walim. Zu dem Ungerechten, der Unrecht tut, du Ungerechter, du tust Unrecht. Das zumindest müsste man doch sagen dürfen. Und ich schließe inshallah ta'ala mein Wort. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Ja, also diese Sachen sind wir ja gewohnt und das ist ja bekannt leider, dass in sehr, sehr vielen Moscheen so gehandhabt wird. Ja, dass leider in den Vorständen, das kennen wir ja von damals schon, dass sehr viele Vorstände leider so sind, dass da viele Leute, ältere Leute sind, leider sehr oft Leute sind, die in unseren Ländern, in unserer Heimat quasi aufgewachsen sind. Und die haben diese Spritze, diese Impfung schon bekommen, ja, diese Angsthasenimpfung, ein falsches Wort und die Wände können mithören und so weiter und so fort, sei es jetzt aus unserer Heimat, Marokko, Algerien, Türkei, egal wo, und die Angst haben, ja, und die wollen, und nicht, wie du auch schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass wir zu Straftaten aufrufen oder dass wir hetzen oder dass wir sagen, ihr müsst jetzt die und die hassen, ihr müsst jetzt die und die, ihr müsst jetzt irgendwelche Sachen machen, sagen wir ja gar nicht, ja, sondern nur wirklich reine Aufklärung und zu sagen, ey, das ist Ungerechtigkeit, das ist ein No-Go, das geht nicht, ja, und wir sind dagegen. Oder dass wir als Muslime Position beziehen, dass wir sagen, ey, ich bin mit den Muslimen, ja. Mein Herz klopft für Palästin oder mein Herz klopft für die Gerechtigkeit oder so. Einfach wirklich, einfach dafür zu reden, ganz normal und sachlich oder Bittgebete zu machen für unsere Geschwister, denen Unrecht passiert. Dafür wurden wir ja schon damals aus einigen Moscheen entweder ja quasi mehr oder weniger rausgeschmissen oder zumindest uns wurde der ja es verboten zu sprechen. Und ich kann mich noch erinnern, in einer der großen Moscheen in Bonn, als ein guter Freund von uns gestorben ist, rahmatullahi alayhi, und es ist eine der größten Moscheen in Bonn, da haben mir Brüder gesagt, ich soll bitte reden. Ja, da sind so viele Leute, die dort sind, viele Jugendliche, viele, die gar nicht beten, nicht auf dem Weg sind und so. Ich soll bitte reden, vielleicht über das Gebet oder über etwas Wichtiges. Und dann habe ich das auch gemacht, ja. Und dann habe ich angefangen zu reden über das Gebet, wirklich nur über das Gebet, subhanallah. Und kaum hatte mich jemand dann irgendwie gesehen von dieser Mannschaft, dann sagten sie, während ich gesprochen habe, mach das Mikrofon aus, ja. Mach das Mikrofon aus. Dann haben wir das Mikrofon ausgemacht, ja. Das Problem ist halt, dass Allah mir hier so ein Mikrofon so schon eingebaut hat. Ich kann auch sehr, sehr laut reden. Deswegen hat das nicht viel gebracht und ich habe einfach weitergeredet. Ja, aber subhanallah, ich habe ja, und das ist ja das Krasse, ja, ich habe ja nicht über Palästin geredet oder über Juden oder Krieg oder irgendwas Politisches. Ich habe einfach nur über das Gebet gesprochen und selbst da, die wollen da wirklich, Allah musta'an, möge Allah subhanahu wa ta'ala der Oma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine bessere Lage schenken und sie von dieser Riffler und von dieser Angsthasen-Mentalität erwachen lassen.
Und was ich auf jeden Fall auch unbedingt auch noch erwähnen wollte, ehrlich gesagt, zu diesem Thema, ist, dass ich nochmal, der Bruder hat ein bisschen darüber gesprochen, kurz, aber ich wollte inshallah auch nochmal ganz kurz dazu sagen, dass wir Muslime unbedingt wissen müssen und lernen müssen, dass im Allgemeinen, ja, und das ist auch eine Sache in den Fiqh-Büchern, ja, also in den Büchern, wie man im Islam praktiziert, im Fiqh-Bereich, wie man betet, wie man fastet, wie man spendet, wie man Hajj macht, also Pilgerreise etc. Da gibt es zum Beispiel auch Babul Jihad, ja, wie man den Jihad macht zum Beispiel. Und dort kann man zum Beispiel, das ist in allen Büchern, ja, in allen Fiqh-Büchern wird man das finden, wenn ein Land von Muslimen genommen wird, ja, wenn das Land der Muslime den Muslimen weggenommen wird, auch wenn es nur ein Quadratmeter ist, ja, auch wenn es so ein Stück Erde ist, 10 mal 10 Zentimeter, dann ist es ja, Fardu Ain, ja, dann wird das verpflichtend für alle Muslime, die können, zu kämpfen, um dieses Land wieder zurück zum Islam zu holen. Und hier, das ist eine Angelegenheit, natürlich, das kann jetzt nicht jeder machen für sich und ohne Regeln und ohne dies und ohne das. Ja, ich rede nur im Allgemeinen. Das ist allgemein. Diese Erde ist egal. Es kann in Algerien sein, es kann in Malaysia sein oder in Afrika, egal wo. Ja, in Bosnien sein, egal wo. Wenn Erde von Muslimen weggenommen wird, dann ist es verpflichtend, Fardu Ain, du musst kämpfen, um dieses Land zurückzuholen. So ist der Islam dazu verpflichtet, oder der Islam verpflichtet die Muslime zu kämpfen, um dieses Land zurückzuholen. Ja, zum Islam, zum islamischen Territorium. Ja, geschweige denn, dass das ein besonderes Land ist oder ein besonderer Ort ist. Und deswegen habe ich auch vorhin auch, bin ich auch darauf eingegangen, dass wir ein bisschen auch über Palästin sprechen, dass wir es auch unseren Kindern beibringen, dass wir darüber reden. Was hat Palästin oder was heißt Al-Quds, Masjid al-Aqsa, was hat das für einen Stellenwert im Islam? Es hat einen hohen Stellenwert, liebe Geschwister. Der Bruder hat schon vorhin gesagt, es war die erste Qibla von den zwei Qibla zwischen den zwei Richtungen, wo wir hinbeten. Der Prophet Muhammad hat erstmal dorthin gebetet, bis dann die Qibla geändert wurde nach Mekka. Es ist der Ort der Propheten, wo die allermeisten Propheten entsandt wurden. Und dort wird Yawm al-Qiyamah passieren. Dort wird Yawm al-Qiyamah, die Menschen werden dort zusammen versammelt. Dieser Ort, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala lobt diesen Ort im Koran und er sagt darüber, dass es eine Ard Mubarakah ist. Subhanalladhi asra bi 'abdihi layla min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Habe ich einen Fehler gemacht? Richtig, Ah. sorry. Barakallahu. Ja, also Allah subhanahu sagt in Surat Isra, diese Sura wird übrigens auch Benu Israel genannt, die Sura, die vor Surat al-Kahf kommt, 17. Sura. In dieser Sura, Allah subhanahu wa ta'ala spricht über, direkt im ersten Vers, gepriesen sei der, der mit seinem Diener, Muhammad sallallahu diese Nachtreise gemacht hat, von Masjid al-Haram, von Mekka, ila al-Masjid al-Aqsa, zu der Prophet, zu der Moschee, zu der heiligen Moschee, al-Aqsa, in Jerusalem. Und Allah sagt, wir haben das, was darum herum ist, Mubarak gemacht. Wir haben diese Erde segensreich gemacht und gesegnet. Gesegnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Und übrigens ist diese Erde nicht nur eine segensreiche Erde, es ist eine heilige Erde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber im Koran, al-Ard al-Muqaddasata. Ja, al-Ard al-Muqaddasata, das ist eine heilige Erde. Das ist eine gesegnete Erde und es ist heilige Erde. Und alle Moscheen auf der Erde sind heilig. Alle Moscheen auf der Erde sind heilig, aber es gibt drei bzw. vier von den heiligsten Moscheen. Ja, es gibt ein Hadith, wo auch noch Masjid al-Tur erwähnt ist, auch im authentischen Hadith, aber die drei heiligsten Moscheen sind Masjid al-Haram in Mekka und Masjid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam in Medina und Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Das sind die heiligen Moscheen und die heiligsten Moscheen. Und deswegen, liebe Geschwister, dieses besetzte Land ist das wertvollste Land, was gerade besetzt wird von den Muslimen. Und diese Moschee Bidat, speziell diese Moschee, ist die gewaltigste und die heiligste Sache, die den Muslimen gerade weggenommen wurde. Von allen Moscheen, die weggenommen wurde, sei es in Andalus, in Spanien oder in Burma oder in anderen Ländern,
Viele Moscheen wurden zerstört, viele Moscheen wurden yani, eingenommen und etc. Aber die heiligste Moschee ist die Moschee von Masjid al-Aqsa, die gerade nicht in den Händen der Muslime ist. Quasi. Ja, die besetzt wird. Und deswegen ist die größte Pflicht auch, ja, dass es in unseren Herzen etwas bewegt, dass wir dagegen sind, gegen diese Ungerechtigkeit. Und dass wir, dass unser Herz klopft für diese heilige Moschee und für diese heilige Erde dort. Und dass wir das auch unseren Kindern beibringen, dass wir das darüber reden, dass wir wissen, dass dort, das ist kein Spaß, und dass dort wird auch ein Mahdi sein, wenn der Mahdi kommen wird. Der Prophet Muhammad sallam hat über die geritten, über sie berichtet. Der Prophet Muhammad sallam sagte: La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta yati amrulahum 'ala dhalik. Auch kama qala sallallahu alaihi wasallam, es gibt viele verschiedene Versionen von diesem Hadith. Der Prophet Muhammad sallam sagt, es wird immer eine Gruppe von meiner Umma geben, die auf der Wahrheit sind oder die für die Wahrheit kämpfen, bis die Angelegenheit Allahs kommt, und sie werden auf diesem Weg bleiben. Und dann haben die Sahaba gefragt, wer sind das, liebe Geschwister, wer sind das oder wo ist das, ja Rasulullah? Dann hat er gesagt, das wird sein bei Masjid al-Aqsa, ja, und drumherum. Das heißt, es ist diese Angelegenheit, diese Leute, die kämpfen für die Wahrheit, das ist in Bayt al-Maqdis. Und die besten Leute sind dort, beziehungsweise werden auch dort sein. Und dort wird auch ein Mahdi sein. Und dort wird auch Isa a.s., wenn er herabkommt vom Himmel, um seine letzten Jahre hier auf dieser Erde zu leben. Jesus a.s. wird dort sein. Er wird dort sein und al-Mahdi werden dort sein. Und sie werden kämpfen. Und liebe Geschwister, der Prophet Muhammad a.s. hat uns authentisch berichtet, dass der Tag kommen wird, an dem die Steine dort und die Bäume dort reden werden. Und sie werden sagen, oh Muslim, komm her, hinter mir ist ein Yahudi, töte ihn. Ja? Dass sogar die Steine und die Bäume den Islam und die Muslime beschützen werden und unterstützen werden gegen diese Ungerechtigkeit, die dort passiert. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, ist es wichtig für uns, dass wir wenigstens diese Sache erklären, dass wir darüber sprechen. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, der Kampf ist nicht nur mit dem Schwert, sondern der Kampf ist auch mit der Zunge und mit dem Schreibstift, dass wir darüber schreiben, dass wir darüber posten, dass wir darüber machen, das, was in unserer Macht steht. Und dann gehe ich ganz kurz darauf ein, was der Bruder auch gesagt hat. Ja? Allah wird mich danach nicht fragen, für das, wofür ich keine Macht habe. Allah wird mich auch nicht fragen, ja, warum bist du nicht da hingegangen und hast keine Ahnung was gemacht. Weil ich kann da gar nichts machen. Ja? Und ich habe keine Armee und ich bin kein Staat und ich bin kein Multimilliardär. Aber das, was ich machen kann, Allah wird mich danach fragen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann Dua machen. Ich kann spenden. Ich kann vielleicht im letzten Drittel der Nacht aufstehen. Ich kann vielleicht darüber sprechen zumindest. Ich kann das machen, was in meiner Macht steht. Und jeder wird danach gefragt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und ganz kurz auch zu der letzten Angelegenheit wegen der Demonstration und so. Der Bruder hat schon darüber geredet. Jazakallahu khairan. Aber trotzdem, wie gesagt, wie der Bruder gesagt hat, es gibt Meinungsverschiedenheit. Ja, es gibt viele Gelehrte, die sagen, das gehört nicht zum Islam, das gehört nicht zur Sunna und das ist keine islamische Tat und man darf das nicht. Aber, liebe Geschwister, egal wie es ist, es gibt auch andere Gelehrte, die eine andere Meinung dazu haben. Ja? Wie zum Beispiel der Sheikh Dadu oder Sheikh Omar al-Hadushi oder andere Gelehrte des Islam, die Meinung haben, dass das auch dazu gehört, dass es zu den Sachen gehört, die man machen kann als Muslim und die erlaubt sind im Islam. Oder dass es auch zur Nusra gehört, weil das dass wir wenigstens darüber reden, dass wir wenigstens ja nicht Stellung beziehen etc. Und sie sehen das als erlaubt und andere Gelehrte auch. Und deswegen, wie gesagt, ist es kein Problem. Derjenige, der das als falsch sieht, er macht das nicht. Dann soll er das machen, was er für halal sieht, was er machen kann. Ja? Und er soll trotzdem, weil es eine Meinungsverschiedenheit gibt darin, soll er die anderen lassen, die das machen und die das als erlaubt sehen. Und der Bruder hat schon gerade gesagt, das heißt ja nicht, dass wir dann sagen, ja, okay, man darf Sachen machen, die haram sind. Ja, sich vermischen und Männer und Frauen, man geht ja nicht dahin und fängt an zu flirten. Ja, aber allgemein, sagen wir mal, dass man dann Sachen macht, die falsch sind oder haram sind, muss ja nicht unbedingt sein, dass man das unbedingt auch dann macht. Und man kann ja nicht versuchen, das so islamisch zu machen, wie es nur geht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben. Kannst du uns noch etwas sagen, Bruder? Oder möchtest du uns noch etwas dazu sagen zu dem Thema? Ich glaube, wir haben genug
geredet, inshallah. Ja, Wir طيب. sollten inshallah ta'ala yani alles, was das Allerwichtigste ist, diese Sorge in uns tragen, yani, weil die Sorge lässt sich auch handeln. Und ja, jeder mit das, was er kann. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Und es gibt yani, einige Möglichkeiten, inshallah ta'ala. Unter anderem auch, dass wir unsere Religion lernen, unter anderem, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, aber auch, dass wir darüber reden, dass wir auch spenden und dass wir Dua machen und, und. Deswegen, inshallah ta'ala, wichtig auch die Sache, die du auch angesprochen hast, ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, Sache der Erziehung der Kinder darauf, dass wir unsere Kinder damit erziehen, dass, weil das finde ich traurig momentan, diese Generation von heute, wallahi, mein Herz blutet, dass Kinder mit Rappern groß werden. Es hängt ganz kurz, einen Moment, Achim. Ibrahim? Ja, okay, jetzt. Ja, das Traurige ist, dass Kinder heutzutage leider nur mit, yani mit Schauspielern, mit Fußballern, mit Rappern groß werden. Dass sogar Eltern, weil die halt diese Generation sind, dass das okay ist, dass die sagen, ja, guck den, werd so wie der. Oder weißt du, dass der so darin sein das, was er materiell, dunyamäßig nicht erreicht hat, ja, will er dadurch wohl eher in seinem Kind sehen, statt ihn mit diesen wichtigen Fundamenten unserer Kultur, Tradition und Religion yani, großzieht. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Dass, yani, wie gesagt, die Kinder kennen kein Masjid al-Aqsa, kennen kein Quds, kennen kein Palästin. Ja, sie werden sogar damit groß jetzt mittlerweile mit Israel. Ja? Und deswegen ist es da unsere Aufgabe, unseren Kindern, yani wie ihr sicherlich auch in vielen Videos gesehen habt, ihr seht ja, wie die Israelis und die Juden ihre Kinder darauf erziehen. Ja, mit was für ein Hass. Ich habe ein Video gesehen, wo Kinder in der Schule gefragt werden, was ist dein Wunsch? Und er sagt ja, einen Araber zu töten. Ja? Jetzt stell dir vor, dass so ein Video würde es unsererseits geben. Deswegen, inshallah, das Wichtigste ist, dass wir wirklich diese Sachen unseren Kindern beibringen und unseren Kindern vermitteln und unsere Religion, inshallah, ta'ala lernen und zu Allah subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig zurückkehren. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann auch unsere Lage ändern. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Und das war's von mir, inshallah ta'ala. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Inshallah. Barakallahu fik, Achi, jazakallahu khairan. Möge Allah dich belohnen für deine Zeit und für deine Worte, inshallah. Und schöne Tasse, mashallah. Bruder, das ist ein Geschenk von meinen Kindern. Mashallah, tabarakallah. Best Dad. Was steht da drauf? Abi. Abi. Okay, ich lese das hier verkehrt rum, deswegen. Mashallah, Allahumma barik. Möge Allah euch beschützen. Amin. Beste geben in Dien, in Dunya und Akhira. Amin. Allen Zuhörern, inshallah, und Zuschauern und allen Muslimen auf dieser Erde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern beistehen und in dieser schweren Zeit. Und ehrlich gesagt, ist auch, finde ich, vielleicht als Schlusswort meinerseits, inshallah, was ich auch noch euch mitgeben wollte, ist, dass ich denke, dass es wirklich auch wichtig ist, dass wir verstehen, dass diese Sache, jetzt haben die vielleicht einen Waffenstillstand ausgehandelt, ja, aber wirklich, liebe Geschwister, dass wir verstehen, es gibt diese Ungerechtigkeit, die hat ja nicht aufgehört damit, ja, und wir haben jetzt nun wirklich in den letzten 10, 20 Jahren, wie oft gab es genau diese Konflikte und leider oft, fast, wenn nicht fast immer zu Ramadan natürlich, ja, die Muslime in ihrem gesegnetsten Monat, wo sie fasten und viel Ibadah machen, genau in diesen Monaten, erst recht noch mehr unterdrücken. Ja, aber das war, glaube ich, in den letzten 10, 20 Jahren schon jetzt das fünfte, sechste Mal. Es ist eigentlich jede zwei, drei, vier Jahre eigentlich eine Sache. Ja, aber dass wir, dass unser Verständnis, unsere Einstellung, dass wir das wirklich so sehen, diese Ungerechtigkeit hat nicht aufgehört. Ja, es ist mit dieser Waffenruhe ist es nicht getan, weil es leben trotzdem unsere Geschwister jeden Tag Ungerechtigkeit. Jeden Tag wird ihnen ihre Würde wird getreten. Ja, sie leben nicht würdevoll. Ihre Ehre wird ihnen genommen. Jeden Tag sterben hier und da
ja, einer, zwei und so, aber darüber redet man nicht. Das ist so Kleinkram. Ja? Abgesehen von dass die jeden Tag Menschen aus ihren Häusern vertreiben und dort dann ihre Leute rein, einfach wirklich einfach Häuser wegnehmen, Ländereien weggenommen werden, die Menschen werden, ja, und das ist während der Waffenruhe, ist das tagtäglich so. Das ist ja seit Jahren, seit jetzt 73 Jahren geht das so. Und dass das sich nicht getan hat. Also auch wenn es eine Waffenruhe ist, jetzt, ja, weil bei denen, Allah hat uns ja über sie berichtet, was für große Angst haben sie sind, wie sehr sie den Angst, wie sehr sie den Tod fürchten. Natürlich, weil sie wissen, wo es danach hingeht und so. Aber dass wir, inshallah, das richtige Verständnis haben, dass eine Waffenruhe bedeutet nicht, dass die Ungerechtigkeit aufgehört hat. Entschuldigung, dass die Ungerechtigkeit aufgehört hat oder dass die Sache sich gelegt hat. Nein. Ihnen wird trotzdem jeden Tag Unrecht getan. Das heißt, wir sollen trotzdem dieses Verständnis haben, dass unsere Geschwister uns brauchen, dass wir mit ihnen sind, mit Herz und Seele und mit unseren Bittgebeten und mit unseren Spenden und Jahr ein, Jahr aus, bis diese Sache geklärt ist. Ja? Und bis diese Sache geklärt ist und bis, egal wie lange es geht, ob auch nach unserem Tod oder bis zum Qiyam, dass wir immer mit unseren Geschwistern beistehen, überall auf der Welt. Und speziell dort, weil das ein spezieller Ort und eine spezielle Moschee ist von Allah subhanahu wa ta'ala, die heilig ist, die uns auch heilig ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern dort beistehen und überall auf der Erde und diese Ungerechtigkeit von ihnen wegnehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verhelfen zum Sieg und zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, und ich gebe dir schon mal das Wort. Barakallahu. Ja, weil du das angesprochen hast, Barakallahu. Wir sollten nicht immer nur so mit dem Hype gehen. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Beispiel, unsere Geschwister in Syrien. Yani, warum? Yani, das Problem. Ist die Situation yani, da fertig? Nein. Davor im Irak. Und davor in Afghanistan und davor in Schischen und Somal und unsere Geschwister in Jemen. Und wir dürfen niemanden vergessen von unseren Geschwistern. Das ist alles ein Körper. Wir sind alles ein Körper. Und das eine darf uns den anderen nicht vergessen lassen. Natürlich Palästin wegen diesem Stellenwert dieser Moschee und dieses Ortes von Isra und Mi'raj. Natürlich hat es einen besonderen Stellenwert. Bedeutet aber nicht, dass die anderen vergessen werden sollen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ein noch ein wichtiger Punkt ist, Wallahi al-Azim, dass wir sagen es in aller Deutlichkeit, wir sind gegen Ungerechtigkeit. Und der Islam ist die absolute Gerechtigkeit für alle Menschen. Für alle Menschen. Wir sind gegen Ungerechtigkeit und der Islam ist die absolute Gerechtigkeit für alle Menschen. Und wir sehen, dass nur dieses Schleimen und dieses Dücken, und Kopf runter ist das, was uns so weit gebracht hat. Und wir sehen, Alhamdulillah, dass diese Umma wieder durch ihre Religion zu alter Stärke zurückkommt. Bismillah ta'ala, das sehen wir heute in Scham, das sehen wir heute in Afghanistan, auch nach 20 Jahren, ja, sehen wir, wie unsere Geschwister dort zu alter Stärke zurückkehren. Und das sehen wir auch jetzt in Palästin, Bismillah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tansurullaha yansurkum. Das ist ein Deal, das ist ein Schart und Jawab Schart. Du musst den erfüllen. Du musst Allah subhanahu wa ta'ala Nusra machen. Wie? Indem du dich an seine Befehle hältst, indem du das machst, was er befohlen hat. Allah verspricht dir den Sieg. Allah verspricht dir die Hilfe und Unterstützung. Und das ist unser Punkt, inshallah ta'ala, dass wir das verstehen. Ja? Dass wir mit Schleimen und Kopf runterdrücken und so weiter nicht weiterkommen. Diese Leute. Unsere Feinde kennen nur Stolz, Ehre und Würde, dass du Stärke zeigst. Ja? Wir wollen, das Stärke bedeutet nicht, ungerecht zu sein zu denen. Ja? Das sage ich zum Beispiel auch hier in Deutschland. Wenn du mit mir sprichst, heiße ich nicht, dass ich mich dir unterordnen muss. So, wir können über alles reden, auf einer Augenhöhe. Wir können diskutieren, wir können debattieren, aber auf einer Augenhöhe. Du bist nicht mein Herr, dass du mir sagst, mach das und das, ich will das und das von dir so und so haben und ich erfülle dir das. Sondern hast du Interessen? Willst du was von mir? Gerne. Können wir gerne ganz offen darüber diskutieren, aber auf einer Augenhöhe. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen nur irgendwelche, ja,
die den Kopf runterdrücken und denen sagen, wir wollen das und das so und so. Und das wird dann getan. Deswegen, inshallah, das ist ein sehr, sehr wichtiger Verständnis. Wir müssen zu alter Stärke durch unsere Religion, inshallah, zurückkehren. Wir sind gegen Ungerechtigkeit und der Islam ist die absolute Gerechtigkeit. Hada wa sallallahu Und genau, da wollte ich inshallah ganz kurz auch noch etwas dazu sagen, und zwar, dass wir genau diese Sache gesehen haben, auch in den letzten Monaten, ja, seit einem Jahr oder so, sehen wir das von einigen Regierungen, ganz besonders allen voran die Arabischen Emirate und einige andere Länder, islamische Länder, die schwach sind, wo die Herrscher dort, die Führer, entweder Heuchler sind oder käuflich sind oder alles zusammen, ja, oder mit dem Islam den letzten Mantel des Islams auch noch ausgezogen haben, wenn sie überhaupt einen hatten, ja, dass sie dann gesagt haben, okay, wir führen ganz normale Beziehungen zu Israel und wir bestätigen den Staat Israel, ja, und deswegen machen wir auch dann jetzt also politische Beziehungen, sowohl politische Beziehungen, dass wir Botschaften auch öffnen in beiden Ländern, aber auch wirtschaftliche Beziehungen jetzt pflegen und auch Reisen anbieten etc. Und dass wir die Normalisierung zwischen islamischen Ländern und Israel, was denn vielleicht Trump und seinesgleichen auf die Agenda gebracht haben, auf den Tisch gebracht haben, dass wir uns quasi, dass man Israel akzeptiert, ja, und dass man Israel quasi bestätigt als Staat, ja, bestätigt und so sieht. Und das ist eine klare Sache, dass wir Muslime da ganz klar Beziehung zu nehmen, dass wir eine klare, ein klar, einen klaren, eine klare Stimmt. Stellung beziehen, indem wir ganz, ganz klar sagen, wir werden niemals Israel als Staat anerkennen. Never ever wird das passieren von den Muslimen. Und das ist Alhamdulillah sogar nicht von den Muslimen. Ja, es gibt sogar sehr, sehr viele Christen und sogar sehr viele Juden und ganz besonders zum Beispiel auch die praktizierenden Juden, wenn ich sie so nennen möchte, wenn man sie so nennen mag. Oder die orthodoxen Juden, ja, die man sieht oft mit den Locken und die so viel beten, etc., auf ihre Art und Weise, dass sie selber extrem gegen den Staat Israel sprechen, dass sie sagen, wir haben gar kein Anrecht auf dieses Land. Und das, was Israel macht, das, was unsere Regierung, deren Regierung Israel quasi macht, ist falsch und ist Unterdrückung. Ja, das sieht man. Und da gibt es viele Videos von und von vielen Israelis selbst, ja, die Wahrheit sprechen, subhanallah, und dann sieht man Araber und Heuchler, die da anfangen zu schleimen, weil sie auf irgendwelche Almosen warten seitens der israelischen Regierung oder seitens der Amerikaner etc. Oder Schulterklopfen oder was auch immer sie von ihnen erwarten. Ja, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir solche Heuchler überhaupt haben als an diesen Positionen unserer Länder, und möge Allah uns eine bessere Zeit geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die für die Sache des Islams sprechen und für diese Sache auch sind und sich aufopfern und Gutes tun und versuchen, darüber wenigstens zu sprechen und zu spenden und Bittgebete zu machen. Das, was ihnen an Möglichkeiten gegeben wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah unseren Geschwistern in Palästina beistehen, ihnen Geduld schenken, ihren Toten Barmherzigkeit schenken und die Schahada annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Verletzten unter ihnen heilen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Unterdrückten unter ihnen in den Gefängnissen befreien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Geduld schenken in ihrer Unterdrückung, die sie leben, und diese Dua und diese Bittgebete natürlich auch für alle Muslime überall auf der Welt, die unterdrückt werden und die in Not sind. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, meine lieben Geschwister. Ich wünsche euch eine gesegnete Nacht und ich bedanke mich herzlich bei meinem Bruder und Freund Sa'id Abu Dujana, und ich sage euch dann auch von mir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياك.